Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei unseren Spielen des Jahres, nämlich Zoloretto. Und Zoloretto ist Spiel des Jahres 2007 geworden. Und mit dabei sind natürlich Christian, Bram, Peter und... Hallo. Und ich. Und hallo, Sebastian. Wir sind quasi hey, Bram, heute die Zoo-Wärter. Das war kein Schummel, das war noch umgedreht. Mehr oder weniger Zoo-Tycoon, nur als Brettspiel. Finde ich ganz cool. Und grob zu den Regeln. Wir haben unseren eigenen Zoo und hier ist eine Anbaufläche, die man gegen Geld freischalten kann. Dann hat man ein neues Gehege. Hier sind die Gehege, einmal ein 5-Feld-Gehege, ein 4-Feld-Gehege und hier noch ein 6-Feld-Gehege. Und das ist unser Stall, da fähr ich mal alle Tiere zwischen, die über sind. In ein Gehege darf nur eine Rasse rein, also hier wird nicht gemischt. Hier kommt nicht das Zebra zu dem Panda, nur weil die schwarz-weiß sind. Nein, die dürfen nicht in ein gleiches Gehege. Und im Endeffekt funktioniert es so, am Anfang darf sich jeder verschiedene Aktionen aussuchen, nämlich Tiere in so einen LKW reinladen, also quasi fangen, also die Wilderer losschicken, die in die LKWs packen und die zweite Aktion, die man machen kann, ist einen LKW wegnehmen und in seinen Zoo fahren lassen. Und die dritte Aktion, die kommt wahrscheinlich später erst zum Tragen in der zweiten Runde oder ab der zweiten Runde, das ist nämlich dann Tiere vom Stall ins Gehege packen oder in den Ställen untereinander tauschen oder aber auch Tiere verkaufen wieder an den Staat oder wo auch immer hin. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Der jüngste Spieler fängt an, laut Regel, das ist... Peter, oder? Ja. Der Peter darf. Okay, also, ich wähle Aktion A. Ein Plättchen auf einen Transportwagen legen. Nimm dir doch den LKW direkt. Ja. Ja, nimm den LKW, Peter. Darfst du ja nicht. Ist das eigentlich gemischt hier, Jan? Ist gemischt. Ah, stimmt. Achso, ich dachte, das wäre schon der Panda. Ja. Die Plättchen, das sind als Babys. Moment, das sind die Plättchen, die wir ziehen. Oh, ich dachte, das wäre Panda. Ja, das ist jetzt hier so ein Vieh weiblich. Ein Leopard. Ja. Ja, das ist ein Leopard. Ein Weibchen. Aber ein Weibchen. Okay, ist schon ganz schön heiß. Ja, Weibchen will doch keiner. Da bin ich jetzt dran, oder? Ich hätte gesagt, ja, Bram, wir gehen reihe um. Also im Uhrzeigersinn mehr oder weniger. Ja, dann war meine Aktion, war geil. War schon krass jetzt. Ey, du hast einen Leoparden gefangen, das kann ich nicht. Ja, nee, hab ich nicht. Könnte euer Leopard sein. Nämlich auch Aktion A und du hast den gefangen. Ja, stimmt. Darf ich mir das erst angucken oder muss ich das erst hinlegen? Nee, erst angucken. Erst gucken. Oh! Oh, noch ein Leopard. Krass. Die gemischt. Oh. Jetzt hast du den Leoparden. Ich vermische mal. Falls wir vergessen. Werden wir nie erfahren, ob sie gemischt waren oder nicht. Jetzt wäre der dritte Leopard gekommen. Bist du denn fertig? Okay, Christian ist dran. Ja, mehr kann ich gar nicht machen. Ja, kann er nicht machen. Kann er nicht theoretisch noch mit seinen Münzen, ja. Nee, du kannst immer nur eine der drei. Du kannst immer nur eine Sache machen. Dülüp, dülüp, Kamel! Lol. Das ist aber kein Adrenalin. Ganz ehrlich. Ja, da bin ich immer ein bisschen wehmütig. Ich finde, jedes Kamel erinnert mich immer an Dennis Hartwig. Wegen dem Höcker? Nee, tatsächlich nicht, aber wegen diesem leicht bekifften Blick. Das stimmt! Ja, auch dieses. Jetzt nicht, dass Hardy irgendwie hart Drogen nehmen würde, aber genau dieses Lachen dabei und so. Auch diese leicht vorstehenden Augen. Die Frage ist, wieso steht da kein Geschlecht bei? Ja, weil es nur eine bestimmte Anzahl an geilen Tieren gibt, die Bock auf Sex haben. An vermehrungsfähigen Lebewesen. Okay, gut, dann ist ja jetzt... Okay, ich mach mal. Oh ja, oh, Kamel! What the fuck? Ne, warum? Aber muss das nicht noch irgendwo draufgelegt werden? Ja, Der erste Kamel liegt schon da. Das ist jetzt selbst Kamel, das hat er gerade erst gezogen. Ah. So, mach ich das jetzt voll und Peter snackt sich. Ja, weil bei mir lag das die ganze Zeit noch hier. Da musste er ja nicht. Und hat schon zwei? Ja, nee. Ja, nee, ich glaube, die Kamele, die sind Einzelgänger. Das ist jetzt schon wieder scheiße hier. Tja, Peter, okay. Kannst du den nicht abstellen hier? Ah. Oh, das ist natürlich gut. Denn Pärchen, männlich-weiblich, gibt nachher nochmal einen Bonus. Ja, aber das ist doch jetzt scheiße. Ja, Peter. Wenn du das keinem gönnst, tust du das auf den ersten Wagen. Kannst du auch auf den zweiten tun. Ey, was war das jetzt? Wow. Ich bin berührt, sorry. Wow, das ist, wenn die... Tierschützer ja, genau. Einschalten. Oder du tust halt auf das Kamel. Der hat hier so... muss jetzt da liegen. Ja, lass liegen. So, zack, hier. Oder auf den zweiten. Haben die Tierschützer Wagen. Sich eingeschaltet. Oder auf den dritten, Peter. Alles klar, mach ich Aktion A. Das ist ein Zebra. Zebra, Junge. Ja, ein sexwilliges Zebra. Oh, das ist voll.
Ah, jetzt kannst du nämlich den Panda, hier die Katze mit dem Zebra paaren. Und Elefant. Ein Elefant! Elefant! It's an Elephant! Also es geht auch ein bisschen darum, dass man halt jetzt nicht direkt sich den absnacken kann und voll macht, sondern man muss den anderen auch ein bisschen was hinlegen. Ich habe hier jetzt noch ein Kamel. Ja. Das ist schon krass, Kamel. Wenn ich das jetzt da hinlege. Dann liegt das erstmal da. Dann hat schon einer einen Zweier. Nee. Boah, voll krass, dann hat einer einen Zweier. Nee. Okay, ich könnte mir jetzt das nehmen, ich könnte mir das nehmen, aber ja, die okay, beiden könnten halt noch geiler werden. Stellen wir mal, 4 Plätze sind noch zur Auswahl. Bram snackt sich entweder ab oder legt ein. Christian snackt sich entweder ab oder legt ein. Sepp muss dann nehmen. Ich könnte halt der gefickte sein. Sepp muss dann nehmen. Sepp, in dem Fall könnte Sepp sich das Beste. Nee, müsste er nicht, wenn ihr das aufhört. Hey, wir sind noch 4 Plätze, jetzt, ne? Wer ist denn jetzt gerade dran? Peter hat noch nichts gemacht. Peter. Ne? Richtig. Eins, zwei. Nee, ich könnte auch noch einmal nehmen. Peter ist der Erste, der nehmen muss, wenn wir jetzt alle leben. Ja, komm, ich nehme noch so ein Plättchen. Oh, boah, ein Verkaufsstand. Oh. Der ist wichtig für die Punkte. Die gibt's nämlich auch noch. Ich finde die beiden irgendwie noch nicht so geil und die Hoffnung ist jetzt natürlich. Wahrscheinlich, die anderen für erfahrene Spieler sind die beiden Wagen hier schon richtig gut. Also. Oder richtig scheiße. Ja. Du hast halt nichts doppelt und. Hattest du gesagt, dass in den Gehegen immer nur eine Tierart sein darf? Es dürfen nur ein Tier, ja, eine Rasse. Man hat nur 3 Gehege, also 8. Deswegen kommt aber auch ganz gut hin, dass da 3 Transporter, also 3 Felder. Dann nehme ich mir einen Transportwagen. Was? Der muss voll sein, oder? Nein. Da muss nur mindestens einer drin sein. Ah, okay. Ja, dann hat Bram sich schon ein Wägelchen gesnackt. Damit bin ich jetzt hier raus, bis wir alle einen Transportwagen genommen haben. Du kannst die aber schon mal verteilen, wenn du möchtest. Habe ich das wirklich? Ich guck mal. Ich glaube, das machst du sogar in der Aktion, einen Transportwagen nehmen und aussteigen. Ja. Ich glaube, das machst du sogar jetzt, bevor Christian dran ist, offiziell. Geil. Mhm. Mach ich so. Oh, ja. Hast du nicht vollen Wagen genommen? Das verstehe ich nicht. Ja, vielleicht Bram findet die Verkaufsdinger, glaube ich, sehr stark. Ja. Da gibt mir 2 Punkte, weil damit habe ich jetzt schon mehr als du. Dann stimmt. Ich habe noch nichts genommen. Nee, aber selbst mit dem ganzen ersten LKW wirst du keine 0 Punkte machen. Mit dem hier sind 0. Und ja, der auch. Der ersten Runde. Also ja, aber so habe ich schon mal 2. Ja. Okay, Bram hat sich genommen. Was macht Christian? Panik. Also Bram ist damit raus. Bram darf jetzt auch keine Aktion mehr machen. Bram hat sich also da wir mittlerweile, da wir gefangene von Tiere jeder geschnappt. Tierart nur 2 Junge haben, gehe ich mal davon aus, dass die Geschlechter nicht so häufig vertreten. Also ist natürlich ein reiner Gamble. Von jedem 2. Genau, ja, es gibt jeweils männlich, ich glaub, weiblich einmal. Die Geschlechter sind nicht so häufig vertreten. Ja, und da hier 2 Geschlechter drauf liegen, nehme ich den. Okay, Christian hat sich auch gesnackt. Peter! Ja, du bist dran. Ach nee, ich bin dran. Legen, aber ist okay. Christian macht sich seinen Zoo voll. Hat 3 Gehege, jeweils mit Zebra, Leopard und Kamel schon voll. Ja, also Kamel kommt natürlich. Nee, Moment, andersrum. Mit Kamel, wollte ich gerade sagen, kommt natürlich in dem mit am wenigsten, weil da kommt ja kein Nachwuchs mehr rum. Stimmt, das ist smart, weil hier die können sich vermehren. Wenn sie sich vermehren, dann kriegt man ein Plättchen geschenkt quasi. Ja. Ich bin dran. Und sehe ich das richtig, dass wenn quasi ich jetzt den wegnehmen würde, dass Peter sich dann die beiden Peter den voll machen kann. Korrekt. Ja, nee, da sehe ich mich aber. Oh! Shit! Oh, shit! Ja, Peter, dann. Ah, Peter oh, Kamele. Der ist sogar männlich! Da hat Peter das Kamele! Okay, Peter, habe ich hier einen geilen Camel-Transporter geschenkt. Den er jetzt voll macht. Aber ich weiß nicht, ob ich sind halt schon viele Kamele weg, ey. Wir gehen jetzt alle auf Kamele. Eben. Wir gehen alle auf Kamele, Peter, ja. Vielleicht werden die ja nochmal getauscht, weg? Peter. Kamele, ja, ich komme wieder raus. Ja. Okay, und ich muss diesen Transporter nehmen. Wir haben schon 4 Kamele Transporter im Spiel jetzt. Das ist ja mit Abstand meist gezogen, ne? Und ich bin jetzt. Die sind doch einfach zu halten. So, wenn du ein Zoo aufmachst, das erste, was du dir holst, Kamele. Guck mal, ich darf jetzt hier die noch hinlegen. Darf man die also man darf ja auch Tiere verkaufen. Die darf ich aber nur aus dem Stall raus verkaufen, oder? Verkaufen heißt, du musst Geld bezahlen. Verkaufen heißt, du musst Geld bezahlen. Ah ja, stimmt.
Also du wirst die sozusagen. Also ja, los. Kannst du aber so machen. Ja. Um deine Frage zu beantworten. Kein anderer will dir helfen. Okay, ich mach ja, das. Ja, wir haben ihm geholfen, weil er hat es ja falsch verstanden, lieber Bram. So. Ja, ja. Nein, nimmt sich Sepp eine Münze. Bam, bam, bam. Wie sieht das hier bei den anderen aus? Hier ist ein Leopard. Da ist ein Leopard. Oh, das ist das schon wieder. Aber ich habe hier ein Männchen und ein Elephant. So. So, du warst der letzte im Wagen genommen, das heißt, du fängst wieder an. Das heißt, wir fangen jetzt ganz normal wieder an mit Plättchen ziehen. Oder in meinem Aktion 2. Weil meine Aktionen, ja, ich habe jetzt ja quasi alles so hingelegt und ich will jetzt nicht direkt hier meinen Kamel verkaufen. Das kann sich wahrscheinlich Peter sowieso gleich snacken oder Christian. Sollen die sich das mal für teuer Geld bei mir kaufen? Und ich lege hier einfach meinen Panda rein. Ja. Ein ja. Panda. Für dich dazu Info, du bekommst aber die Kohle nicht komplett, Sepp, wa? Nee, ich krieg ein Gold. Genau, du kriegst ein Gold. Also ne? Es kostet zwei Gold, das zu kaufen. Also wenn Peter jetzt das bei mir kaufen würde, krieg ich ein Gold und die Bank kriegt ein Gold. Genau. Also es kostet zwei Coins. Genau, das mache ich. Ja, guck mal, der Peter, der macht hier, macht mich reich, finde ich gut. Warte mal, Also ich weiß natürlich jetzt gerade nicht, wo das hingekauft wird quasi. Der Spieler kauft ein beliebiges Plättchen aus dem Stall, das Plättchen und legt es in seinen Zoo. Also kannst du es irgendwo hinlegen. Cool. Guck mal, Peter hat schon drei Dinger voll. Läuft bei dir, Peter. Nice, okay. Damit hast du deine Aktion gemacht, damit bin ich auf jeden Fall dran. Mhm. Korrekt. Boah, noch ein Panda, Alter. Pandarino. Das ist schon ein krasser Panda. Der Bram, der gönnt. Komm, Christian. Ach, Christian will natürlich keine Pandas, weil der schon drei da hat. Ja. Drei unterschiedliche Tiere. Ja, ich kann ja trotzdem in den Stall legen. Ja, stimmt. Dann könntest du die beiden tauschen, hast recht. Geht auch. Und ich glaube, das mache ich auch, weil kann mir. Das hier ist so ein bisschen wie Dota Auto Chess, wisst ihr eigentlich? Ja, ist es auch. Also Christian nimmt direkt eigentlich? Die Panda. Tauschen kostet gar nichts. Doch. Einen kostet das. Okay, alles klar. Ja, also die musst du jetzt tatsächlich, die musst du in deinen Stall legen. Ach so, ja, ja, stimmt, ich dachte. Also Christian hat seine Gehege quasi voll mit anderen Tierarten und hat die dann, und sein Zug ist auch direkt vorbei, also er kann jetzt auch komm, nicht mehr tauschen. Komm, und jetzt kaufen wir ihm die Dinger ab. So, und ich kann darf ich weitermachen. Geil. Was sagen, so. Das kann aber nur Sepp und Bram gleichzeitig. Zack, hier, Affe. Alles klar, da bin ich geile dran. Affe, und, wer ist denn da heiß drauf? Bram ist da heiß drauf. Sepp auch. Sepp genauso wie ich. Komm, wir können den Affen doch direkt mitnehmen. Finde ich gut. Ja, ist so ein bisschen. Ne? Jetzt, oh, ein Panda. Noch ein Panda-Märchen. Oh. War das schon echt ein bisschen geil, was da so gezogen wird. Boah, oh, ich wusste es. Sepp, was triffst du für eine Entscheidung jetzt? Das ist belastend für dich, weil du halt nicht alle Tiere verwerten kannst. Oh, was ein Kamel schon wieder! Der Peter wird auch zugeschissen mit Kamelen. Na Peter, was ist jetzt los? Zockst du das Kamel oder nicht? Eins hättest du jetzt safe. Na, wer weiß, was passiert. Meine ich. Nee, machst du nicht, wa? Was oh, ein Flamingo. Ein Flamingo gibt's auch noch. Flamingo, Alter. Ja, gibt, glaube ich, alle Tiere, die halt Nachwuchs machen können. Zebra haben wir auch noch nicht, oder? Ach, guck mal, das hier auch mal. Das ist doch easy. Ja, Bram, der zieht auch noch ein Flamingo. Ah, noch ein Flamingo. Oh. Boah, wäre jetzt so richtig stark für Peter, wenn ich das hier reinlege, wa? Ja, dann sie snackt das, der Sepp das Ding bestimmt. Natürlich nehme ich mir das, Peter. Ja, das will ich auch mal rein. Ja, okay, Sepp, dann gönn also machen wir mal Zugzwang oder nicht. Mal gucken, ich finde Flamingos ja ganz schön geil. Also, die nehme ich. Boah, irgendwer kriegt gleich den richtigen Scheiß. Peter. Okay, Jungs. Oh. Guck mal, noch ein Verkaufsstand. Peter, was soll ich sagen? Ich darf gleich zwischen zwei Vollen auswählen oder du nimmst einen Halbvollen, wa? Ich weiß, ich bin recht. Das ist echt scheiße, die Situation. Also, gucken wir doch mal. Ach, guck mal, was wir noch Schönes haben. Oh, was macht der Peter? Ja, Peter. Ziehst noch einen oder nimmst du einen schlechten? Nimm den Verkaufsstand, Peter. Ja, nehme ich auch.
Also der Verkaufsstand für die Zuschauer hier kurz zur Info, wenn du einen Verkaufsstand in deinem Gehege dran liegen hast, also er hat jetzt quasi das Kamelgehege mit einem Verkaufsstand belegt, kriegst du für die 3 Kamele auch 3 Punkte, weil der Verkaufsstand dran ist. Und sonst kriegst du nur Punkte für ein volles Gehege oder wenn nur ein Platz nicht belegt ist. Also hier für die 3 würde er sonst gar keine Punkte kriegen, wenn er den Verkaufsstand nicht hätte. Und sonst kriegt er halt jetzt 3. Ah, ich habe noch nicht gelegt. Warte, ich verteile mal eben kurz. I'm the noob here. Und ich habe hier noch einen Peter. Also... Ja, ich habe kein Geld. Na, das ist ja doof. Aber gleich so, vielleicht. Mal wieder. Ich hab da so ein Angebot liegen für einen blauen Spieler. Wieso? Ja, geht halt nicht anders. Ah, leck mich doch. Angebot liegen für einen blauen Spieler? So. Ja, du bist ja okay, blauer Spieler. Peter darf anfangen, ne? Wieso? Weil du den letzten genommen hast. Nee, Bram hat heute. Nee, ich war der Letzte. Ich darf anfangen. Ach, Bram hatte den jetzt. Ach ja, geil, stimmt. Fängt er nicht der Nächste an? Nee. Der als Letztes... Der das jetzt den Wagen nimmt, fängt an. Ach krass. Boah, einen geilen Elephant, Junge, den tue ich da oben rein. Meine Meta noch, das fickt mein Rain. Das ist schon krass jetzt. Also. Ja, das ist schon krass. Okay. Du musst halt so ein bisschen Chaos machen, um die Leute durcheinander zu bringen. Was macht Christian? Tauschen natürlich. Würde ich das mach dich an. Oh, Christian, der kann sich das Ding gar nicht Christian leisten, Peter, bei dir. Mit Peter. Oh. Nein, das kann er ja gar nicht, weil dann deine Pandas bei dir alle im Stall sitzen und du die nicht rauskriegst. Das denn? Weil du kein Geld hast, das kostet dich 1 Gold. Ja, ich weiß, aber ich wollte ja auch tauschen. Ich will mir das nicht kaufen. Ja, das ist mehr habe ich noch nicht gesagt. Weil okay, Peter für die ganze Zeit Gold macht, so. Ja, ich wollte, jetzt dass er's eine tut. Rasse. Oh, guck mal, tauschen. Peter, da liegt noch eins. Da liegt ich hab schon kein Geld, Alter! Kommt auf einmal mit deiner Kohle so rumschlawinert. So schaut's aus bei Christian. Dafür hat Peter aber auch die meisten. Gibt's eigentlich einen Vorteil, hier 2 komische Verkaufsstellen zu haben? Das habe ich auch noch nicht verstanden. Ja, du kriegst halt 2 Punkte für jedes, ne? Ja. Also schon ja, von so jedem falsch. Typ gibt's unterschiedliche Verkaufsstände eigentlich. Anscheinend. Weil da steht extra für jeden Typ Verkaufsstand im Stall gibt es 2 Minuspunkte. Ach, Quatsch. Ich meine ja, es muss ja noch ein Würstchenstand und sowas geben. Für jeden Typ Verkaufsstand im Stall gibt es 2 Minuspunkte? Ja, im Stall. Ja, im Stall. Achso, im Stall. Ach, wenn du den hier im Stall im hast. Im Stall. Ah, Junge. Okay, ja, nachdem Christian gerade gemacht hat, bin ich dran und ich wähle ein Plättchen. Wir haben Zebra. Haben wir schon Zebras? Geil. Nope. Christian hat Zebra. Geht drauf. Ja, guck mal, Christian, hier. Do it. Okay. Panda! Panda hat der Bram und der Christian. Panda. Jetzt nur nicht zum Zebra legen. Panda. Okay, Bram zieht auch ein Panda. It's Panda Time! Oh, den braucht Christian auf jeden Fall. Dann kriegt er nämlich schon ein Kind. Er hat nämlich schon einen weiblichen Panda. Ah. Ach, einen männlichen. So. Könnt den jetzt damit hinlegen? Nein, dann kriegt er doch. Das ist schon volles Gehege. Hä? Ja, aber das könnte sein, dass sich Christian auch, wenn du den woanders reinpackst, der sich das Ding snackt. Genau, der nimmt sich den auf jeden Fall. Warum willst du dem da Zebra schenken? Weil ich netter bin. Okay. Das hilft ihm nichts. Also wenn er sich den Panda holt, hat er auf jeden Fall sein volles Gehege. Ja, ja. Also kommt das da mit rein. Hä? Verstehe ich auch nicht. Das habe ich jetzt überhaupt nicht verstanden. Ja, ich kann keine 2 Pandas da reinsetzen. Warum das denn nicht? Weil der nur 2 Pandas voll ist. Ja und? Das heißt ist einer kein der Kind. Nee, das heißt, wenn er sich das Ding jetzt nimmt, heißt das, er kriegt ein, wenn er den reinsetzt, kriegt er ein Kind. Das heißt, der kommt bei ihm in den Stall. Hoppala. Und der Elefant ist auch useless für ihn. Das heißt, ich habe ihn. Wenn er aber das andere zuerst reinsetzt und dann das Weibchen, kriegt er kein Kind. Ja, dann kommt das auch in den Stall. Ah ja, stimmt, dann kommt das Kind in den Stall. Ja, okay. Und warum ich das so gemacht habe, ist, weil er damit 2 Sachen hat, die für useless sind. Wenn ich dann irgendwo anders hingesetzt hätte. Nicht. Der kann doch dann hier mit tauschen und dann kriegt er genau, einen richtig fetten Sechser voll. Genau, dann hat er einen Fünferpanda. Ja, genau. Nee, dafür hat er aber keine Kohle. Ja, aber die wird er ja irgendwann haben. Ja, der kriegt, mal, nachdem er den Vierer voll hat, kriegt er 5 Coins, Bram. Nee, der kriegt 1. Alter, das war richtig dumm. Der kriegt 1 Coin. Das war richtig dumm. Der kriegt 1 Coin und das Ding hätte der eh voll gehabt. Gott. Wird er denn jetzt mit der Aktion, wenn ich den da reinlege, dann mit dem Nachwuchs voll? Ja. Und das ist keine Tauschaktion, ne? Das heißt, du musst dir den Münzbonus geben. Ja.
Also Christian kriegt für, wenn er vorzeitig vom Spielende quasi dieses Gehege voll kriegt, kriegt er hier die Münze, die daneben es steht. Es gibt Kinder, weil Baba Papa und Mama genau. Papa Blümchen suchen gegangen sind. Na, Christian hat jetzt hier ein kleines Panda-Baby. Wieso sollte er denn einen kriegen nur? Weil du kriegst halt hier für eins, dafür zwei ja, und, okay, hier, und genau, hier für also auch eins. Da steht ein Taler steht ein daneben. Ein Münz bekomme ich dann. Genau. Ah, da schon mal wieder zwei. Ja. Also Bram, das war... Dafür kann ich aber auch erstmal wieder nicht mitspielen. Ja, ich weiß nicht. Mit den Zebras tauschen. Er kann mit den Zebras tauschen und dann den Panda reinballern. Und kriegt dann... Dann 10 Punkte. Gucken wir mal. Naja. Okay. Nach Christian bin ich dran. Ja, Zebras, da sehe ich mich nicht. Ich habe hier einen Affen. Ich denke mir hier, boah, was ein Affe. Den Affen, den kriegt der Bram und seine Zebras. Ich habe keine Zebras. Nee. Der hat schon einen Affen, ne? Was? Achso, deswegen, ich dachte, der hätte noch ein Zebra. Ja, ist gut. Da bin ich jetzt dran, wa? So. Alter. Hier ist ein Leopard drin, Flamingo. Flamingo, ey. Ja, auf den Affenwagen, oder? Ja. Okay. Christian ist raus, demnach darf ich jetzt mit meinem Elefanto. Oh, und das ist endlich mal ein Geschlechtselefant, oder? Elefanto, seh ich mich. Na, legen wir den mal bei dem Geparden hin. Die Kamele sind wieder los, jawohl. Na, der Peter snackt sich da das Kamel, das ist schon smart. Da bin ich dran, wa? Ja. Oh, eine Münze! Money. Eieieiei. Ein extra Münzchen. Eieiei. Okay, jetzt müsst ihr drüber nachdenken. Ich setze hier hinlege. Pushte Sepp. Dann pushe ich auf jeden Fall Sepp. Weil, warum würde er das nicht nehmen? Peter. Das stimmt. Peter hat nämlich dann sein Gehege fast voll. Das ist nee, er kann sogar tauschen, dann hat er das Gehege sogar voll. Und kriegt eine Münze. Wir tauschen, gibt's keine Münze. Ja, genau. Ah, ja. Oh, wir tauschen, gibt's doch keine. Sonst könntest du ja die ganze Zeit hin und her tauschen, würdest du jedes Mal Münzen kriegen. Ja, gucken wir mal, was passiert. Aber das ist doch so, wenn du mit einem Vierer mit einem Fünfer tauscht, geht aus dem Fünfer einer in den Stall, oder? Ich weiß gar nicht, ob du dann überhaupt tauschen kannst. Das müsstet ihr vielleicht mal im Nachgucken. Ja, das ist jetzt gerade nicht so ganz relevant, aber du hast es erwähnt. Ja, ne, also der Spieler tauscht alle Plättchen annotiert aus einem Gehege gegen alle Plättchen annotiert aus dem anderen Gehege. Ja, und dann? Und dann, wenn einer übrig, also wenn einer zu wichtig, ist, es ist nicht möglich, einen Tausch vorzunehmen, wenn ein Gehege zu klein ist. Ja, siehst du? Dann geht das nämlich gar nicht. Dass nicht alle neuen Plättchen hineinpassen. So, ich muss jetzt überlegen. Nimm ich den Elefanten und den Geparden? Den eigentlich... Peter könnte einen Geparden noch gebrauchen, aber der Elefant Peter? Ist über... Nee, Bram ist das. Peter braucht auf jeden Fall das Kamelding mit dem Geld. Das kann er auch gut gebrauchen. Und Bram... Bringt eigentlich auch nur der Affe was. Ach komm, ich zieh mal. Ich gamble ein bisschen. Das war nicht gut. Eieieiei. Ja, ich gamble ein bisschen und hab mich verzockt. Das spielt natürlich Bram hart in die Karte, so ein Ding. Dann hätte er hier sein Gehege voll. Naja, aber... Peter hat nur eine Tierart, war in den Gehegen. Ja, das stimmt. Peter hat nur eine Tierart. Das heißt, wenn ich da den hinlegen würde... Peter, hier sehe ich dich. Ja, also... Da sehe ich mich auch hart. Ich wollte gerade sagen, den musst du ja wohl nehmen. Den hätte ich auch genommen, wenn da nichts drauf gelegen hätte. Ja, weil du ja auch das passende Geschlecht hast. Nee, ich meine als Peter auch. Keinen Bock auf Leoparden. Ach so. Was ist das denn? Peter braucht Geld. Peter braucht Geld. Okay. Peter hat seinen Zug damit gemacht, Bram ist damit dran. Was macht denn der Bram noch? Bram kauft sich was. Oh! Bram kauft sich den Leoparden. Und das war ganz schön gut. Und damit Bram bist du wieder dran. Hat sich den getauscht von Peter, hat dadurch ein Kind gekriegt und das Gehege voll. Das ist natürlich nice.
Ich bin dran und ich würde sagen, ich ziehe einfach mal und tu den da drauf. Ziehst du einfach mal und tust den da drauf. Das ist interesting. Das ist der Perfect Matchwagen für dich, oder? Das ist der Perfect Matchwagen für Sepp. Ja. Bei dem anderen, da kannst du aber nichts von gebrauchen. Der andere bringt dir nur den Affen. Der andere bringt mir nur einen Affen. Also das hier ist Bram. Und hier bin ich. Gut, aber hier hätte ich einen Affen. Und hier hätte ich... Moment, da muss ich jetzt drüber nachdenken. Schwierig hier. Ja, echt schwierig. Also Bram hat hier unten den Affen. Dann hier die Leoparden voll und ein Panda. Affen gibt's bisher auch nirgendwo anders noch. Okay, Bram hat sich meinen Wagen gesnackt. Okay. Genau, ich snack mir erstmal dein Auto. Und die passen ja gerade sonst irgendwo rein, also kommen die erstmal hier rein. Und Bram packt sich alles auf seine Bank. Ja, cool. Dann nehme ich mir den Wagen. Das wäre nicht so gelaufen, wenn der Peter den Wagen so nicht gegeben hätte. Dann hätte ich dir aber geholfen. Dann hättest du mir geholfen. Also ich habe jetzt auf jeden Fall ein Plättchen so oder so für mich. Das ist okay. Du hast dir das Spiel einfach richtig kaputt gemacht, indem du drei jetzt nicht kommt gebrauchen kannst. Kommt noch, wird noch für Plättchen kommen und du die also musst halt für viel Geld musst du jetzt halt tauschen. Okay, und die anderen, die können ja nur hier in den Stall kommen. So. Damit darf ich wieder neu anfangen, sehe ich das richtig? Damit dürftest du neu anfangen, ja. Mit einem anderen Spieler tauschen kostete 2, richtig? Ja. Okay. Kauf oder ab? Ja, genau, 2. Okay, jetzt muss ich gerade mal kurz gucken, was ich gebrauchen kann. Also ich habe hier einen Flamingo, dann hätte ich die Flamingos voll. Das wäre schon gar nicht so verkehrt. Der Elefant ist natürlich hier noch ein Weibchen, aber das bringt mir nichts. Und hier könnte ich noch einen weiblichen, aber den hat er nicht. Also der ist ja neutral, okay. Ja, dann würde ich sagen, dann tausche ich einfach mal hier mit... dem lieben Bram. Der kriegt hier Geld. Danke. Und dann habe ich hier meinen Flamingo voll und krieg einen Coin wieder. So. Guck mal, wenigstens das haben wir schon mal. Und damit ist Peter. Was macht push der Peter? Pushe ich jetzt Sepp oder pushe ich jetzt Chris? Ah, willst du kaufen? Frage. Das sieht bei denen gerade super ähnlich aus. So von, die haben 3 Tierarten, die haben 2 Münzen, das die stimmt. haben beide das rechts oben das Gehege. Das stimmt, voll. Und 3 Dinger im Stall. Ja. Scheiße. Wobei, Christian hat einen im Stall, den er noch gebrauchen kann. Ja, potenziell. Das heißt, der braucht das Geld potenziell gerade mehr. Tauschen wir doch mal mit Sepp. Okay. Peter hat sein 5er-Gehege voll, kriegt damit sogar nochmal Geld. Hm. Hart. Und Bram ist dran. So, also, wenn du ein Feld voll machst mit Tauschen, bekommst du keinen Bonus, wa? Ja, du musst quasi vorher tauschen. Ja, oder mit Versetzen, das ist ja auch okay. Ja. Ja. Dann mache ich auch eine Geldaktion. Und ich tausche meine 2 Gehege. Tauscht hier seine Gehege. Smart. Und kann dann in der nächsten Runde wahrscheinlich dann den Leoparden da reinsetzen und hat dann da nochmal 2 Gold. So, dann ist logischerweise Christian dran. Das ist natürlich schlau. Ich denke mal, das Ähnliche wird Christian auch tun. Natürlich nicht schlecht. Also wie gesagt, es gibt für den Vierer, für das Vierergehege gibt es 5 Punkte, wenn es voll ist. Ne? Warte mal, 1, 2, 3, 4. 5. Das sind 5 und das sind 6. Das ist dumm.
Oder ist das jetzt gelegt? Ich verstehe gerade gar nicht, was bei dir passiert ist. Christian versucht die, wollte die tauschen, hat aber das falsche Gehege genommen zum Tauschen. Ich habe das falsche Gehege genommen. Ich würde mit den Leoparden tauschen. Ja, ja, mach mal. Okay. So, das heißt, Christian hat jetzt hier seine Pandas schön in das Gehege gelegt. Warte. Nee, so nicht. Du hast doch, das lacht doch so da. Das ach, hier war Zebra vorher? Okay. Zebra war da. Ja, dann ist okay. Ja, das ist ja nur, dass wir nicht. Nur, dass nee, ich hab nicht doppelt getauscht. Okay. Okay, ich kann erstmal nicht viel machen. Ich könnte. Naja, du kannst den Wagen voll machen. Du kannst. Ich könnte schon tauschen. Also ich könnte jetzt auch einfach sagen, so, ich tausche jetzt hier schon mal präventiv. Könntest du tun. Das würde ich tatsächlich vielleicht. Das glaube ich, mache ich auch. Guck mal, ich mache mal den einen Coin weg und tausche die Flamingos erstmal hier hin. So. Bin ich sehr gut, dass du es so akkurat gemacht hast, dass die Flamingos nie mit dem Leoparden zusammen sind. Ja, sonst gibt es nämlich extra rausgelegt und nicht ins Gehege. Okay, ich guck doch mal langsam, was wir hier wieder. Einen neuen Affen. Ein Affen. Männlicher Schimpanse. Gut, dann mach ich so. Der geht da rein, das Ding ist voll, ich krieg 2 Münzen. Warum haben sich 2 Münzen gesnackt? Damit die alle voll. Also, versetzen krass. Ist. Eine Münze. Eine Münze, ja. Das ist ein Tierpärchen aus dem Stall in ein Gehege. Ja, dann nehme ich dort. Zack. Also im Endeffekt hat man 2 Münzen eingesetzt, um wieder 2 Münzen kriegt man zu jetzt, bekommen. Achso, ja stimmt, das hattest du auch. Die kriegt man dort. Ja, ja, genau. Ja, aber du hast halt den Vorteil, dass du mehr Punkte hast wegen vollem Gehege. Ja, ja, genau. Also du hast halt 3 Punkte mehr. Ja, klar, also logisch, deswegen habe ich das ja auch gemacht. Ich habe 2 Runden eingesetzt, aber ist scheißegal. Jemand anders macht ja das Ding voll. Okay, demnach bin ich dran und ich kann jetzt, keine Ahnung, ich hab hier zwar Viecher, aber können wir jetzt einen Elefanten hier so einkaufen, aber dann habe ich halt kein Geld mehr. Also ist ja. Oh, ist der Frauenelefant, wa? Was? Ja, aber ich habe keinen Männerelefanten, also. Ram, willst du deine alte verhökern oder was? Der ist noch in der Wildnis. Ich nehme mir. Oh! Karre. Was ist das denn? Ist ein anderer Verkaufsstand. Anderer Verkaufsstand, genau. Ein Apfelkarren. Bei Siegpunkte. Okay. Ein Zebra. Okay, da haben wir ein Zebra. Danach ist Brammen dran. Der überlegt gerade, ja, was er tut. Bram, wir tauschen mal. Tauscht. Das ganze Gehege wieder. Damit er hier wahrscheinlich sich einen Leoparden irgendwo noch snacken kann, damit er den voll kriegt. Ne. Ich finde das cool mit der Lücke da einfach. Eine Münze. Wo packen wir die denn hin? Da hat jemand es doch einfach und hat noch einen freien Wagen. Ja. Und ich ziehe auch mal. Ich habe hier noch einen Affen. Ja, also dadurch, dass ich ja keine Zebras habe und will, packen wir da mal den Affen hin. Weil den will ich nämlich auch nicht. Oh. Den braucht Bram. Peter, das ist ganz ehrlich, mir eigentlich egal schon fast. Das glaube ich dir sofort. Ich nehme die Münze, ich nehme den Verkaufsstand. Ich nehme auch das Zebra, wenn es sein muss, weißt du? Also der Bram hat halt sowohl dann den Affen als auch den Leoparden oder aber einen Verkaufsstand oder ein Gold. Also eine ich Münze. Glaub, eine Gold wäre noch das Übel. Ich glaube auch, das ist auch das kleinste Übel. Ja, Trut, ne? Bram snackt sich hier direkt, okay? Ja. Und dann habe ich jetzt 10 Punkte, richtig? Richtig. Ja, die 10 Punkte sind voll. Ich bin leider schon sogar 12. Ach, Gott sei Dank habe ich direkt getauscht. Ich habe erst drüber nachgedacht, erst die Autos voll zu machen und dann tauschen. Habe ich gut gemacht. Erstmal Step High Five. Und Patrick. Christian ist natürlich dran. Entschuldigung. Oh. Shit.
Tada! Flamingo! Das ist der, den Sepp noch braucht. Boah, ja, tu den auf den Affen und das Zebra mit drauf. Ja, irgendwie, also ich meine, Sepp wird sich das eh nehmen, weil das macht ihm halt 2 Münzen plus 8 Punkte. Hm, vor allem habe ich noch einen Affen. Und du hast noch einen Affen. Und was machst du damit? Nimmst den Stall. Habe ich immer noch mehr. Ich wollte gerade sagen, wenn er den Affen nimmt, kann er ja mit den Elefanten, mit den 2 Affen tauschen. Hat er immerhin schon mal 2 mehr. Ist mehr. Ja, stimmt auch. Boah, deswegen gebe ich dir mal. Ein Affe reicht auch, oder? Ah, ist der Männlichkeitsaffe. Und er hat noch den Weiblichkeitsaffe. Ja. Tja. So, mal gnädig. Okay, Christian gönnt mir den hier. Wahrscheinlich, weil Christian selber natürlich auch das Zebra haben möchte. Ich will den Affen nicht haben. Achso, du willst den Affen nicht haben. Und ich wäre jetzt schön blöd, wenn ich jetzt den nicht nehme. Wobei, Bram ist raus. Peter will keinen Affen. Ja, Peter hat aber noch 2 freie Gehege, mein Freund war. Ja, ich muss mich so langsam entscheiden. Gut. Aber bringt ihm das was? Ich glaube, Peter bringt die 2 Siegpunkte mehr. Ja, dann zieh noch ein Kärtchen. Boah. Ne? Aber wir werden alle nicht mehr jünger. Boah, das ist jetzt eine ganz schön trickige Frage. Nehme ich jetzt das? Das war also eine Metapher für Machina. Ich bin ein bisschen... Nee, ich will halt weitergehen. Nee, komm, ich nehme den. Ich bin nicht cocky. Bevor Peter mir hier... Nee, wenn man zuerst den Wagen nimmt, das habe ich schon 2-mal gehabt. Okay, machen wir uns den voll. Dann kriegen wir hier 1, 2. Läuft für Sepp. Bam. Und der Affe kommt hier noch in den Zoo. Ich glaube, das Kind kriege ich erst, wenn das hier in dem Gehege ist. Oder kriege ich das vorher? Richtig. Nein. Okay. Im Stall sind die getrennt. Im Stall wird nicht gebumst. Hat schon meine Oma gesagt. Und da ist ein Zebra gekommen. Und der Zebra wird getrennt von seinem anderen Zebra. Ja, nehmen. Das ist schon gut für Christian. Das ist schon stark für dich, finde ich. Christian hat jetzt weiß ich nur nicht mehr. Entweder nochmal in die Regeln gucken. Also was macht nochmal der Verkaufsstand genau? Gibt dir 2 Punkte? Wenn er denn hier daneben liegt. Ja, das ist egal. Aber kriegst du für jedes Tier einen Punkt. Genau. Genau, weil ich weiß gerade nicht, ob es Sinn macht, den an den schon voll, an das volle Gehege zu legen oder da, wo man theoretisch halt 2 hat. Naja, hier bekommst du eh schon die 8 Punkte. Genau. Ja, deswegen. Also am besten hier unten, bei dem großen. Ja. Hätte ich auch gesagt. Okay, dann machen wir dein Wägelchen voll mit einer Münze. Peter kriegt jetzt einen Affen, einen Zebra und eine Münze. Kann er alles eigentlich nur so halb gebrauchen? Also die Münze schon. Scheiße. Aber Peter hat jetzt... Warum so halb? Jetzt hat er einfach 2 Gehege vollgemacht, ist doch okay. Ja, Affen haben jetzt aktuell 3 Leute in Gehegen. Nee, 2 Leute in Gehegen und ich hab hier... Peter darf auch wieder anfangen, oder? Ja. Und? Und Peter hat noch einen Panda. Boah. Ja, das Spiel ist übrigens vorbei, wenn... Wenn was passiert, wenn alle Plättchen weg sind, ne? Sobald der rote Stein hier bewegt wird, spielt man die Wagen noch zu Ende. Achso, also die letzten 15 Plättchen werden dann noch gespielt. Okay. Komm, gehen wir mal selber am Sack. Oh, Peter, was machst du denn da? Wow. Ja, da, also Sepp für dich. Wenn ein Spieler das erste Plättchen von dem Stapel mit dem roten Holzstapel aufdeckt. Okay. That's how you play it. Peter hat einfach mal das Männchen geklaut. Peter hat mir mein Männchen geklaut. Peter will einfach... Das war jetzt schon smart, oder? Also das war schon ganz schön... Ich bin ganz ehrlich, Peter. Ja, wenn du das nicht getan hättest, hätte ich das gemacht. Ich hätte nur ein Weibchen genommen. Aber darüber habe ich auch nachgedacht, über das einfach wegzuklauen. Ja, Bram. Also jetzt hat er ja schon wieder 3 Stück in seinem Ding, wenn er die reinpackt. Ja, aber jetzt muss ich das ja gar nicht machen. Und Peter braucht ja auch mal ein bisschen Affen, ne? Als wir zuletzt im Zoo in Krefeld gewesen sind, haben wir mitbekommen, dass es wirklich ein Ding ist, dass Leute einfach nachts in den Zoo reingehen und da Tiere klauen. Also what the fuck? Ja, da sind die Schildkröten geklaut worden. Die kannst du halt. Aber die sind aber auch süß. Voll nice. Nee, die waren riesengroß. Das sind diese großen Schildkröten. Ja, die find, ich finde die süß. Ja, ja, und da kannst du halt dann gut Geld für nehmen. Das okay, Bram hat einen Panda eingelegt. Ja. Das ist gut für Christian auch.
Ja. Christian hat ja schon 5 Panda. Bram hat hier ein Panda drin. Christian könnte jetzt direkt tauschen in das große Gehege und dann musst du das nicht zweimal machen. Das stimmt, dann hättest du die Runde schon sogar durch. Weil ganz ehrlich, wer soll jetzt den Panda nehmen, außer ich? Dann hätte ich den Verkaufsstand. Den kannst du wieder tauschen. Den kannst du auch nachher noch tauschen. Den kannst ja, ich meine, das Spiel dauert ja noch ein bisschen. Guck mal, wie viele Dinger wir noch haben. Da kannst du ja immer noch drüber nachdenken, was du machst. Wenn mal hey, mach, wie du möchtest. Ich könnte mir den nur einfach vom Peterspieler kaufen. Das geht auch. Aber das dann stimmt, hast du kein Geld mehr. Also jetzt kannst du halt. Aber du musst halt die auf jeden Fall traden. Ja. Ja, weil 6 Pandas passen nicht in 5 Panda-Gehege. Ja, aber den kann ich doch in den Stall stecken. Dann kriegst du aber nicht die 10 Punkte. Mach wieder, Max. Ist mega. Ist mega geil. Ja, bis die Punkte kommen dort oder noch, oder nicht? Nächste Runde wert in meinem Zug. Du willst jetzt tauschen und nächste Runde den nehmen. Na, zack, wärst du bei 10 Punkten. Boah, das ist ganz schön schwierig hier alles, ey. Alter, ich nehme doch nicht einen Wagen, wo nur ein Plättchen wieder drauf ist. Ja, okay, nein. Dann nimm halt nicht nur ein Plättchen, dann spielst du halt noch 6 Runden, bis da halt mehr Plättchen drauf sind. Auf jeden Fall hast du dann aber den Zug schon gemacht zu tauschen, weil wenn der Panda bei dir nämlich hier drin liegt, musst du ein Gold ausgeben für tauschen, was du eh machen willst, und ein zusätzliches Gold für, um den in den Gehege zu bekommen. Ja, das stimmt. Also das heißt, der tauschen willst du eh machen. Ich weiß schon, was du meinst. Ja, hast mich überzeugt. Ja, gib das mir. Na, guck mal, Christian hat Peter einen Coin gegeben. Komm nicht wieder woanders hin. Die Pandas, die werden ganz schön oft hin und her geschoben. Die ziehen durch die Lande. Okay. Okay, Sebastian. Männlich-weiblich wurde hier getrennt und ich. Warte mal. Ne, das mache ich noch nicht. Ich guck mal, was hier mir der Wagen noch so bietet. Münzchen! Ja, eine Münze, die sehe ich hier auf einem anderen Wagen. Nachdem Peter hier mit meinen geilen Affen gesnackt hat, ist bei mir wieder alles offen. Zebra. Zebra kann der Peter selber sogar gebrauchen. Ja, das ist natürlich schon ein geiler Move für Christian. So, nimmst du jetzt, wa? Oh, das stimmt. Das Zebra ist auch nicht schlecht und hat Geld. Noch ein geiler Flamingo. Flamingo. Ja, hier, ne? Ja, sehe ich mich. Ja, Sepp, du hast ja Geld. Den kannst du günstig erwerben. Jeden. Der ist zumindest immer da. Kommt der in den Stall, wenn ich den kaufe, oder in den Zoo? Ich hab's darf nicht mehr ganz im Kopf. Okay. Bist jetzt auch dran. Was macht man mit seiner Maus da? Lick gerade. Mach ich das jetzt schon? Das ist tatsächlich die Bewegung, die meine also ich bewege die Beine halt immer so. Und das ist die Bewegung des Rhythmuses, die meine Beine bis zu meiner Maus durch schlagen. Ich tausche mal erst meine Flamingos mit meinem Elefanten hier. So. Der Elefant ist plötzlich Apfelverkäufer. Er zertrampelt alle Kunden, oh mein Gott. So, dann haben wir das 6er-Feld schon mal voll. Okay. Weil gibt ja immer noch, ne? Damals zu Duisburg, wer hat heute Geburtstag? Christian reißt die Arme hoch. Bums, du darfst auch einen Elefanten ran. Geil! Voll cool. Ein Affe. Er war abgefahren. Ein Affe kommt zum Panda. Das war damals gelogen. Ah, schon wieder. Was macht der Bram? Ganz ehrlich, 2 getroffen ist doch gar nicht schlecht, oder? Ja, ich wollte auch gerade sagen, das ist ganz schön geschenkt. Echt nicht schlecht, ja. War ich unaufmerksam. Aber jetzt sind nur noch Sepp und ich da und das kann auch gut ausgehen für uns. Das stimmt. Oder da kommt jetzt nur Scheiße wie. Weiß nicht. Ein Flamingo zum Beispiel. Ach, ein Zebra. Wer hat denn ein Zebra? Aber der Peter hat ein Zebra. Das ist schon mal nicht so gut. Der kann sich nämlich gleich irgendwas Geiles dazulegen. Ja, guck mal.
Das ist echt also ganz schön nice. Entweder muss, Stall, entweder, mu- genau, entweder muss der jetzt voll das Arschloch sein, den die weggrabben. Sind zwei das, aber sich dann damit hätte, selbst. Ne? Ja, also genau. Das würde ja beiden eigentlich verbringen. Sepp hätte ja zumindest das Geld umzutauschen. Ja, das, wenn Sepp sich das jetzt snackt, dann kriege ich auf jeden Fall drei Sachen, wo wir alle noch nicht wissen, was das ist. Das stimmt, aber die Wundertüte ist nicht zwangsläufig immer besser. Nee, das ich nehme die Wundertüte. Oh, da ist noch ein Affe. Ja, das heißt. Da wird noch ein Affe hier. Was sagst du? Ja, jetzt kannst du auch noch weiter drehen. Wundertüte oder? Sepp wollte das Rechte nicht. Na, ihr noch nicht. Ich wollte die Wundertüte haben. Also, jetzt hast du sogar schon mindestens schon einen Safen dabei. Ja. Kannst doch gamble. Du kannst jetzt richtig tief schürfen und richtig gierig werden. Kannst natürlich und damit den Bayrock wecken, aber vielleicht. Vielleicht. Nee, ich bin zwei Treffer schon aus. Nee, dann nimm ne. Okay. Sepp darf gamble. Sepp darf. Ja, der Sepp kann halt voll machen, wa? So, ich kann jetzt voll machen, okay. Oh, ein Wiegelchen. Das ist schon nice. Oh, ja, genau. Oh, geil. Mann, ey. Das ist ja nice. Wie ist denn das? Darf ich auch ein zweites Gehege aufmachen? Und mal, kann ich den da rauskriegen aus dem Gehege? Nee, ne? Nee. Das ist ja eh ein Weibchen, ein Männchen. Oh, dann ist halt ja egal. Smeargol. Aber ist voll. Voll. Plus. Was haben wir das denn? Der Affe kommt in den Stall und das hier. Das setzen wir. Eine gute Frage. Setzen wir das denn hin? Setzen wir das mal dahin. Komm. Ja, damit darfst du wieder anfangen, wa? Das war ganz schön risky, ey. Oh. Ich darf anfangen und ich kann jetzt theoretisch auch tauschen schon. Ja. Aber ich glaube, die Notwendigkeit, die habe ich ja nicht. Ich zieh mal eine schöne Tierkarte. Ja! Oder auch nicht. Das ist aber ein Verkaufsstand. Wie war das, wenn du den gleichen Verkaufsstand zweimal hast, kriegst du nur für einen Punkt, oder? Ist das richtig? Ja, genau. Also ich glaub, für einen Typ des Verkaufsstands kriegst du zwei Punkte. Ja, okay. Zweimal einen, dann heißt, du musst den, also Bram müsste den Apfelkarren hier noch hinlegen, oder was? Peter tauscht seine Kamele darüber und die Affen darüber. Peter hat nämlich viel vor. Vor allem habe ich hier schon den Verkaufsstand. Gesehen. Selbst wenn ich die scheiß Affen nicht mehr kriege, kriege ich schon mehr Punkte. Das stimmt. Okay. Dann ist Bram. Können wir auch Tiere tauschen? Erstmal nee, so. Das geht leider nicht. Oh, da ist das Kamel für den Peter. Das ist sogar ein weibliches. Ja, aber dafür habe ich gar keinen Platz mehr. So eine Scheiße. Ja, gut, egal, ob da einen Minuspunkt oder 10 Punkte kriegst. Nein. Alter, das ist mega stark. What the fuck? Doch nicht dahin. Das Problem ist, du Bram, der kriegt 10 Punkte dadurch. Der kriegt einen Minuspunkt durch das eine Tier im Stall. Der kriegt aber 10 Punkte statt 5. Aber das Sechserfeld hat jeder von uns gleich voll und darüber wird sich das nicht entscheiden, das Spiel. Das Spiel wird sich nicht darüber entscheiden, ob jemand das Sechserfeld voll hat und auch noch das Achterfeld. Ja, okay, aber dann hat er noch einen Wagen. Also es ist doch geiler, wenn du ihm einen Wagen vollpackst, wo nur Scheiße ist, die er nicht gebrauchen kann, als sogar noch hier so ein Wägelchen, was er gebrauchen kann. Dafür gibt es zwei, deswegen habe ich das Ding auch noch. Deswegen habe ich den auch noch in der Hand. Ja. Die zwei Punkte kriege ich gar nicht. Ich habe die schon zwei. Ja, aber du hast ja durch das andere Gehege, dann kriegst du hier die zwei Punkte. Also das ist wirklich. Drei. Das Kamel kann Peter sich gar nicht kaufen, weil er gar kein Geld hat. Ja, dein Kamel kann ich mir noch nicht kaufen zumindest. Genau. Ja, wenn er nachher einen anderen noch kriegt, dann kriegt er halt theoretisch nur 5 Punkte statt 10. Krass ist dran. Oh. Aufregend hier, mit den ganzen Tieren. Ja, Peter, noch hast du kein Geld, aber ich sag mal, bevor Bram sich da überlegt, die Pandas irgendwie wegzukaufen, zahle ich Christian. Mal. Willst du lieber den Coin oder die Karte? Das ist mir scheißegal. Okay, Christian kauft sich den letzten Panda für sein Gehege, hat damit sein Panda-Gehege voll und kriegt dafür auf jeden Fall schon mal 10 Punkte. Mhm. Ich werde weiter schön Karten ziehen. Ein Elefant! Boah!
Das ist gar nicht so schlecht. Ein Elefant. Ey, Sepp. Was denn? Ach, du bist noch. Ach, scheiße, du hast eine Karte gezogen. Ich habe eine Karte gezogen. Ich habe die Karte gezogen. Und die könnte ich auch gebrauchen. Ja, du weißt, ja, wenn du in den frühen Stadion hingehst und jetzt den Wagen zusammenlegst. Ja. Oh. Der ist auch noch begehrt. Der Leopard. Den Peter gezogen hat. Machen wir nochmal ein Spielchen auf. Bram kann keinen Leoparden mehr gebrauchen. Der hat nämlich schon voll. Das heißt, Bram braucht tendenziell eher Panda und Affen. Oder einen männlichen Elefanten. Bram zieht einen Elefanten. Boah, Junge. Junge. Junge, Junge. Dann sehe ich doch ein geiles Kamel und einen Elefanten da, oder? Na, warum nicht? Also den Elefanten, den kann Peter nicht gebrauchen. Ein Panda. Panda hat Bram. Christian schon voll, den kann eigentlich nur Bram noch gebrauchen. Da Bram keine Geparden mehr, also Leoparden mehr brauchen kann, würde ich den da hinlegen, oder? Oder auf das Leere. Soll er sich mit einem annehmen? Ja, aber dann hat er auf jeden Fall schon einen Minuspunkt. Oder das hier. Dann hast du selbst noch einen Minuspunkt. Nee. Doch, du, wenn du den nimmst, jetzt die beiden nehmen jetzt den Panda, den du nicht brauchst. Okay. Gibt ja viele Möglichkeiten. Okay, okay. Aber der Wagen ist sowieso schon lecker. Sie kann genau. Minuspunkte aber auch noch ziemlich gut loswerden, den der einfach mal anbaut. Da hat er genug Geld für. Genau. Ja, aber damit wirst du nur eine Tierart los. Wenn der Panda auch noch so ein Ding hat, hat er drei Tierarten da liegen, die er übrig hat. Die wird auf keinen Fall quitt, sondern maximal eine noch. Verstehe, ich verstehe. Das ist schwierig. Gucken wir mal kurz hier ein bisschen näher ran. Aber der Minuspunkt für Bram, falls er den Panda nimmt, liegt da. Vielleicht kommt ja noch ein Leopard, der auf den Dreier. Wobei, den Leoparden, den hätte ich ja auch gebrauchen können. Also ich habe ja auch noch einen, also da geht mir ja gar nicht so schlecht damit. Aber ich ziehe noch eine Karte, komm. Hey. Ich wollte gerade sagen, das wäre nicht die letzte, die gezogen wurde. Ein Affe, ein weiblicher Affe, den braucht auf jeden Fall der Peter. Entweder kauft er sich den bei mir... Oder aber Peter holt sich zwei Tierarten ins Haus, die aber richtig... Aber warte, Peter kann den nicht kaufen. Was denn? Der hat nur eine Münze. Ja, okay. Aber entweder nimmt er hier sich zwei Tierarten, also zweimal Minuspunkte ins Haus, die er wirklich nicht gebrauchen kann. Ja, da sehe ich den Peter mit zwei anderen... Minus, Schminus, sag ich da. Peter kriegt zwar seinen Käfig dann voll, aber ich glaube, die anderen beiden, die können auf jeden Fall besser gebrauchen. Okay, das finde ich jetzt gerade krass. Ich war safe davon überzeugt, dass sich Peter den hier holt. Warum das denn? Ja, dann hat er den Affen sofort voll, kriegt die 8 Punkte, kriegt 2 Gold, hat 3 Gold, kann noch anlegen und einen da rausholen. Okay. Da hätte er einen Minuspunkt gehabt und komplettes Gehege voll. Ja, okay. Aber wenn ich den woanders hingelegt hätte, hätte er da auf jeden Fall mehr Plus gehabt. Kann ja immer noch passieren. Mal gucken, wer was nimmt. Also okay, Bram nimmt's. Und Peter hat... Was hat Peter gemacht? Du hast was da hingelegt? Zebra. Ein Zebra hingelegt. Ein neuer Verkaufsstand. Der kommt auf den dritten. Ja, gibt ja keine zwei Verkaufsstände hier in einem. Nee. In einem Wägelchen. Boah, jetzt habe ich ein bisschen ein Problem. Ja, ich. Oh, what?
Okay, das ist stark. Noch ein neuer Verkaufsstand. Entweder lege ich den bei dem scheiß Elefanten bei. Boah. Würde ich tun. Warum? Da spielst du mit Peter, wa? Also Peter ist der Nächste. Und Chris. Ja, also pass auf, entweder zockt sich halt jeder zwei Verkaufsstände. Und einen Elefanten, den sie beide nicht brauchen. Und damit dann halt wieder ein Tier haben, was sie haben. Oder halt du kriegst ihn. Und hast du den anderen mit einem leeren Verkaufsstand drauf. Warte mal, also wenn ich den da hinlege, meinst du, würde ja, Peter... Peter dran, ja. Entweder holt sich dann halt den Elefanten und die zwei Verkaufsstände. Ja. Dann kriegst du halt... Ah, der Christian ist auch da. Christian ist auch noch da. Stimmt, ne, dann nicht. Wenn noch drei da sind, dann geht das nicht auf. Da tut mir leid. Das habe ich nicht bedacht. Naja, deshalb. Also, es ist ein bisschen schwierig. Ich könnte ihn natürlich auch da hinlegen. Das ist dann natürlich voll der geile Wagen. Hast ja gar keinen Nachteil von. Peter kriegt sogar zwei, also hat davon ja gar keinen doppelt. Den hätte Peter wenigstens doppelt. Dann würde er dafür keine Punkte mehr kriegen, dann würde er nur die Standardpunkte kriegen. Ja, das macht schon mehr Sinn. Der andere ist einfach zu stark. Zwei komplett unterschiedliche Verkaufswegen. Puh. Ich nehme ja jetzt eh den. Okay, Peter nimmt sowieso den. Okay. Peter nimmt das Zebra und... Macht auch Sinn. Das Kamel. Ja. Macht so, aber lass dir mal für das Großzügige kein Geld bekommt. Ja, finde ich auch krass. Ja, das ist so das Letzte, ne? Das ist so Endstation. Peter hat das jetzt auch voll. Christian nimmt nämlich natürlich das geile Ding. Christian hat nämlich keinen von denen bisher. Und jetzt zwei Elefanten schon, das ist schon stark. Und ich mache mir jetzt die Karre einfach voll, würde ich sagen. Ja, mach so mal voll. Glück. Zack. Okay, damit kann er nichts anfangen. Zack. Kann ja auch nichts anfangen. Oh, der war bitter. Da war der Ballrock. Gut, dass ich nicht gegambelt habe. Ja. Ich kann aber meine Flamingos kann ich aber nicht aussplitten oder so, ne? Noch einen zweiten Flamingo-Stand hier aufmachen? Du musst ja mal das komplette Gehege tauschen. Du kannst einen zweiten Flamingo-Stand aufmachen. Du kannst den Flamingo jetzt in deinen Stall hauen und dann... tauschen mit dem Dingens. Also du kannst schon... Du musst nicht tauschen. Also du kannst ihn auch in den Stall hauen, dann baust du aus und dann machst du noch einen Flamingo-Stall. Ja, oder das. Moment. Aber ich kann keine hier raus aus der Gruppe rausziehen. Nein, das geht nicht. Das meine ich, genau. Die müsstest du ja gegen die Affen tauschen oder genau. Die Elefanten oder die Leoparden. Und so. Du könntest jetzt für ein Gold die ganzen Flamingos hier reinholen, dafür die Dinger rausholen und dann kannst du mit Versetzen einen hier reinsetzen oder das vormachen und dann den Rest wieder tauschen mit den Affen. Heißt, oh, du brauchst 6 Gold. Das wird sogar wirklich gehen. Das wäre doch viel günstiger, wenn er die jetzt zieht, sich in den Stall packt, 4 Gold bezahlt und 1 Gold, um das Flamingo-Ding da reinzuhauen, oder? Wat? Ja, der Flamingo kommt in den Stall. Mhm. Nächste Runde zahlst du 3 Gold, um das freizuschalten. Mhm. Und dann 1 Gold, um den Flamingo da reinzupacken. Ja, voll dumm. Ja, aber hat er nichts von. Dann habe ich nichts gewonnen. Er hat ein großes Gehege. Mit dem Flamingo, aber was er auch will, ist den Kinderbonus. Genau. Ich will ja Kinder haben, Peter. Aber, weil ansonsten kann er jetzt auch einfach lieber die beiden Affen da reinsetzen, weil Affen, na, wobei Affen ist schon scheiße, aber der Zebra von mir aus, weil Zebras gibt es jetzt nur 3 oder 6 Stück oder so. Ja, wie ist das Problem ist, wenn du hier jetzt alle Flamingos hättest, dann könntest du ja nirgendwo mit tauschen, sondern müsstest die dann einzeln irgendwo reinzahlen. Ja. Weil du hättest so viele Flamingos, dass alle Gehege zu klein sind dafür. Das stimmt. Hey, das hier ist doch genauso groß. Das ist ein 5er. Das hat nur 5 und du hättest 7. Und ich habe 7, genau. Ich müsste hier das einmal Gold... Tackgehege. Ich musste ja, einmal müsste ich Gold bezahlen, um alle reinzupacken. Dann habe ich hier alle drin und müsste und dann nochmal 4... Und die ficken dann vier, immer noch nicht. Genau, und dann müsste ich 4 Gold hier rein bezahlen. Dafür würde ich 1 Gold kriegen. Na gut, so viel Gold hast du. Und die ganzen Runden, die du da rein investieren müsstest. Wenn du jetzt alle Flamingos in den Stall packst und dann die Flamingos mit dem Leopard tauschst, geht das doch gar nicht, oder? Nee, das geht nicht. Das ist auch nicht der Plan. Er würde jeden einzelnen Flamingo da hinsetzen. Ja. Deswegen zählt er auf 4 Gold. Mal 4 einzelnen Flamingo. Ja, Moment, ach so, jedes Mal einzeln tauschen. Oh Gott. Ja, du kannst den Leopard ja nicht da rausholen. Ja, aber du musst du doch. Du musst mittauschen und das funktioniert nicht. Mit Flamingos, ach, das funktioniert einfach gar nicht, genau. Das ja, genau, weil du musst doch alle Flamingos okay. Mit reinnehmen, das meinte okay, ich. Wir haben, ja,
okay. Theoretisch aus dem Stall. Denkfehler in unserer ganz tollen Idee hier. Das funktioniert alles nicht. Das ist schlecht. Das heißt, der Flamingo kommt so oder so. Guter Denkfehler. Hier rein. Am Denkfehler. Geht alles nicht. Das ist alles belastend hier. Ja, da wird doch mega hab ich schon einen. Ja, ich hab das nicht gesehen. So, das sieht vom Hintergrund genauso aus. Ja, der Hintergrund ist. Und dann habe ich hier noch einen Panda. Korkbraut. Ja, dann darfst viele Minuspunkte. Wieder, bitter, ey. Das ist nicht so gut aus gerade. Du fängst immerhin wieder an. Immerhin darf ich wieder anfangen und ich entscheide mich dafür. Kauf mir mal den Elefanten ab, dann kann ich dir den Affen abkaufen. Dann hast du schon mal eine Platte weniger da bei dir rumliegen. Was? Du kaufst mir keinen Affen ab? Da okay, sehe ich mich nicht, Peter. Sorry, ich dachte, das wäre hilfreich für dich, aber dann nicht. Nee, ich werde hier meinen Affen, werde ich gleich irgendwo anders noch hinlegen. Ich glaube, ich kaufe mir nämlich die nächste Platte. Weil ich habe ja sowieso schon viel zu viele Rassen. Das sind so viele Minuspunkte, die ich kriege. Für jede Rasse kriegst du ein oder zwei Minuspunkte? Zwei. Zwei, ne? Die okay. Nicht, die noch im Stall ist. Also es geht um den Stall. Wenn ich die jetzt hier draußen liegen habe, das heißt, hier die drei auszugeben, sichert mir schon mal, dass ich einmal zwei Minuspunkte weniger kriege. Das ist eigentlich gar nicht so verkehrt. Das heißt, ich kaufe mir jetzt den Stall. Das ist eine Aktion, ne? Das ist eine Aktion. Darf ich den Stall denn auch schon voll machen? Mit einem Tier? Würde ich nicht sagen. Den Zoo ausbauen. Der Spieler bezahlt drei Münzen an die Bank und deckt die Ausbautafel auf. Damit vergrößert er seinen Zoo um ein Gehege und einen Stammplatz für einen Verkaufsstand. Ende. Das nächste wäre ja auch wieder versetzen oder so. Oder ja, okay. Das nächste Mal musst du wieder einzeln. Ja, genau, da muss ich halt einen rein. Okay, Leute, irgendjemand muss mir jetzt gleich was abkaufen, damit ich Sepp einen Affen snacken kann. Damit er richtig gefickt ist. Das kann nur Brammen sein, Peter. Ah, scheiße, aber der braucht nichts von mir. Na, verdammt. Vielleicht kauft Bram mir auch einfach einen Affen weg. Ist auch mega smart. Peter, was hältst du davon, wenn du für dein Gold einfach mal deine Affen mit deinem Elefanten tauscht? Nee, da halte ich jetzt ehrlich gesagt nicht so viel. Ja, ich dachte, ich frag mal. Mega nice. Ja, okay, ich deck mal hier aber auf. Ne? Was haben wir denn hier? Ein scheiß Kamel. Camel. Brauch ich nicht. Ein scheiß Kamel hat er, ja. Boah, das ist richtig verzwickt jetzt hier mit den Viechern, die du immer hast und nicht brauchst. Puh. Ja, puh, ne? Ja, das ist ja, echt Bram, smart. Dankeschön. Das ist dran. Du brauchst die Kohle auch, um deine Viecher noch hin und her zu setzen. Ja, ja danke, für die nächste Bram, Runde nochmal das gleiche Angebot, ja. Was denn? Dass du den Elefanten mir gibst? Ja, und du mir den Affen. Dann so haben wir schlecht. Beide eine Rasse weniger, die uns auf den Sack geht. Kamel und ein Affe. Okay. Alles klar. Das hat Christian gerade gelegt? Ja, das habe ich gemacht. Okay. Dann. Ist das für dich überhaupt so. Moment, ist das für dich eigentlich überhaupt smart? Nee, das wäre überhaupt nichts. Also, das wird mir Warum wird nicht? Peter viel mehr bringen als. Ja, genau, das bringt Peter viel mehr. Weißt Moment, du, Peter, wieso? Peter schafft damit, du schaffst damit einen Trade, der eigentlich unmöglich für dich ist und macht dein Gehege zumindest so voll, dass du nicht mal den Verkaufsstand brauchst, sondern auf jeden Fall die Plättchen bekommst. Genau. Dass du Punkte bekommst. Während Sepp einen Elefanten bekommt und für zwei Gold und dir auch noch hilft. Und ich ja, den und nicht mal aber setzen kann. Eine fucking Dingens weniger, zwei Minuspunkte weniger. Ja, und du hast dafür einen Punkt plus. Ne, fünf. Peter, ich seh dat ganz so. Das ist ja, okay, ich kann ja, ich kann ja immer noch hier was machen. Also, das ist ja kein Problem. Das wäre viel smarter von dem, wenn er sich mir den Elefanten abkaufen würde. Ja. Ja, aber dann hat er immer noch den Scheißaffen da rumliegen. Na, vielleicht kaufst du den ja noch. Aber da könnte ich mir den leisten. Ja, dann kauft sich den. Ja, daher weht die Musik natürlich. Okay, Peter, du bist dran. Welche Musik? Habe ich jetzt nicht verstanden? Ich nichts höre. Oh, noch ein Affe. Boah, wenn den beim Affen hin... Nee, dann kann Peter sich den... Ach, Peter will sich den. Wäre ach, Peter ist selber dran. Interessant dadurch. Boah, das ist bitchy. Dennis glaube ich eher nicht. Das ist bitchy. Hm. Das wäre aber auch natürlich nice, wenn du dir jetzt Sepp dann direkt einen Dreier holst. An Affen. Stimmt. Ja, kostet aber auch wieder Geld für ihn. Ja, aber nur eins. Hat wieder eine Sache, die er nicht gebrauchen kann. Ja, die Panda habe ich... Ja, danke, Peter. Kein Ding. Gönn dir. Ja, kein Thema, ich nehme alles. Du machst dir deinen Stall richtig voll. Ich nehme alles hier.
Christian ist dran. Ja, ich bin dran. Das Problem ist ja, du kriegst ja auch nicht pro Tier Minuspunkt, sondern nur einmalig für die Rasse minus 2. Das heißt, Peter kriegt sowieso schon minus 2 für das Kamel und kriegt für das neue Kamel gar keine weiteren Minuspunkte. Ja, aber für das Kamel würdest du dann schon insgesamt ganz schön viele Minuspunkte kriegen. Ja, 2. 8. Insgesamt. Der Bram ist dran. Ja. Boah, ist das tricky, ey. Es geht gar nicht mehr darum, geht nicht nur darum, zu gucken, wie viele Punkte man selber hat, sondern, genau. sondern auch darum, der andere nicht kriegt. Ja. So, bei welchem wir das machen würde. Aktuell habe ich nämlich bei mir im Stall, hier habe ich 5 Punkte. Mhm. Wenn ich mir den zocke, habe ich 8, 2 Münzen minus 4. Mhm. Also wären 4 und 2 Münzen. Aber Peter hätte nicht, aktuell kriegt er 3, 5 Punkte mehr. Also Peter kriegt schon 5 Punkte mehr für die Karte, das ist schon nice. Für Peter ist das Ding gerade ganz schön gut. Ja, das ist schon krass. Boah, guck mal, das ist der Männlichkeitselefant. Der Männlichkeitselefant. Christian, du bist dran. Kommt auf ein neues Schälchen. Christian, mit dem Elefanten, ja, das hat komplette Gehege voll. Stimmt. Aber er bräuchte ein Gold zum Tauschen, damit er dann, wenn hier, wenn im Stall ja, noch der schließt, ja, muss er ein Gold geben für Tausch. Yep. Na, Sepp, gönnst du dir jetzt die Affenbande und machst das Zweitgehege voll, oder? Christian hat es da hingelegt. Also Bram, nur weil du jetzt hier drauf spekulierst, dass ich Peter hier bumse und mich selber damit viel mehr bumse. Das ist einfach ein gutes Ding für Peter. Also ich werde nicht bumsen können. Das heißt, entweder machst du das jetzt, gehst auf Affen oder du lässt das. So oder so, weiß ich danach, nach den du gezogen hast, Bescheid. Also ich krieg, mein Problem ist, ich krieg viel zu viele Minuspunkte. Das ist jetzt schon 8. Weil ich krieg durch die Affen, die muss ich hier hinlegen. Hier kriege ich das ja nicht mehr voll, weil du hast Affen und Peter hat Affen. Da sind alle Affen aus dem Spiel raus. Das ist nicht gut. Ich krieg nochmal Minuspunkte. Also ein Affe muss da auf jeden Fall noch drin sein, wa? Ich sehe den zweiten männlichen nicht. Oh, ein Affe ist noch da. Der muss, mindestens. Ach scheiße, aber ich kann ja. Wow, dann kriegt Peter einfach den nächsten. Ah ne, den weiblichen hast, die beiden hast du. Und dann hätte ich 3, dann könnte ich 4 Stück haben. Darf Peter nur nicht kriegen. Ich habe 2 Minus. Boah, das boostet Peter schon ganz schön, ey, mit 5. Aber da habe ich nichts mit gewonnen eigentlich. Ach komm, Peter, nimm den. Ich ziehe einen Panda. Finally! Ich zieh einen Panda. Und den Panda zock ich. Verdammt. Bram braucht auf jeden Fall einen Panda. Bram hat den schon über. Bram hat hier noch einen Elefanten sogar. Das heißt, ein Flamingo macht da am meisten Sinn für dich. Kacke. Ja, Peter, 5 Punkte mehr. Oh Gott, ey. Und noch 2 Gold. Oh Gott. Bin ich dran, ja? Jo. Bist du dran? Echt Problem. Ein Warenstand kommt zu dem Elefanten.
Christian zieht. Und zwar ein Apfelwarenstand. Das ist doch jetzt Mist. Das ist doch jetzt alles Mist. Von jedem Tier gibt es 10 Stück, oder? Aber auch. Kann das gut sein. Suboptimal, ja. Alles so suboptimal. Und Seb ist dran. Also Peter hat schon genommen. Bram könnte den Panda gebrauchen. Verkaufsstand. Und den Verkaufsstand. Boah. Nicht jedoch den Flamingo. Den Panda kann ich nicht gebrauchen. Du könntest aber Verkaufsstand plus Elefant gebrauchen. Elefant. Ja, Elefanten-Verkaufsstand wäre schon nice, aber wer könnte den denn noch gebrauchen? Christian könnte den vielleicht noch gebrauchen. Was willst du denn noch haben, außer Elefanten-Verkaufsstand? Ja, noch eine dritte Karte. Einfach nur. Ach komm, ich nehme das mal. Komm, man soll ja nicht gierig werden. Also ich nehme die einfach mal und pack hier meinen männlichen Elefanten hier rein. Okay. Und bin damit durch. Dann ist Bram dran. Ist Bram dran, ja. Ah, Sepp. Ich könnte quasi dein Ding fast voll machen. Mit der Elefantenkuh. Wäre schon nice. Ich würde die auch tauschen mit einem Affen. Aber du hast kein Geld, Bram. Nee. Bram braucht auf jeden Fall den Panda. Ich weiß auch gerade nicht, warum er zögert, ehrlich gesagt. Ich hab ja gambelt noch, das. Weiß nicht, Christian kann den gar nicht gebrauchen. Verkaufsstand sind 2 Punkte. Und du hättest ein Ding voll. Ja. Ja, aber Christian kann den gar nicht gebrauchen. Das stimmt. Das stimmt. Also doch, der Verkaufsstand, ja. Aber der Panda würde ihm noch eine Sache reindrücken. Das heißt, er würde, wenn er das Ding hier zieht, hätte er einen Verkaufsstand und das wäre minus. Einfach wären 0 Punkte. Ja, aktuell habe ich aber sowieso schon die meisten. Nee, die wenigsten Punkte so. Ne, wieso? Bin mir gar nicht so sicher. Bin ich auch nicht. Du müsstest mehr Punkte haben als Sepp. Ich würde jetzt auch sagen, ich habe am wenigsten Punkte im Moment. Ja. Ich kriege richtig viel Minuspunkte. Allein 8 Stück schon. Aber ich werde den nehmen. Wundertüte. Wundertüte. Wieder Schmidder. Okay, Christian. Zebra. Oh Gott, das Richtige sogar noch. Damit werden die Zebras voll. Boah, jetzt noch ein Leopard-Männchen. Oh, Geld auch noch. Oh Gott. Ja, das ist ganz gut gelaufen für Christian, würde ich sagen. Oh Gott. Willkommen im Zoo. What the fuck? So. Oh, what the fuck? Der hat jetzt richtig Asche auch noch. Ah, ich raste aus. Scheiße. Na, Zebra-Babylein. Zwei Geld kriegst du noch. Genau. Christian hat ja noch hier sein Gehege jetzt voll. Kriegt da noch 2 Münzen für. Und damit 3. Dann fahren die LKWs wieder zurück. Ja, und du beginnst. Scheiße, ey. Ach komm, lass doch mal. Ja, macht er überhaupt was von uns? Nee, ah, doch, von Bram braucht er was. Werd halt kein Geld mehr kriegen, oder? Du wirst kein also Geld jetzt quasi, ja, aber überlegen auszubauen, die Elefanten da reinzusetzen, das macht aber eigentlich auch keinen Sinn, allein schon vom Geld her, weil ich kein Geld mehr kriege, um die da reinzusetzen, oder?
Ja, doch, mit dem Geld hast du ja nachher nichts von in der Wertung, aber du würdest zumindest die Elefanten aus dem Negativ, aus der Negativwertung rausholen. Ja, wenn er kein Gold mehr kriegt, dann nicht. Ich kann die halt nicht mehr rüber tun, denke ich mal. Du hast ja nur drei zum Freimachen, genauso wie ich. So. Genau. Deswegen. Warte, ich muss nochmal kurz hier rechts scrollen. Das ist vielleicht eher sogar noch die Geparden voll. Aber dann, bevor ich jetzt mir ein Gepard kaufe und Bram push, würde ich erstmal gucken, was noch unter den Dingern ist. Ja, das stimmt. Aber wahrscheinlich kein Gepard mehr. Ja, ich glaube, ich decke einfach ein Plättchen auf. Okay, Christian deckt auf. Das ist die letzte Transportrunde, ne? Ne, die vorletzte. Die vorletzte Transportrunde ist halt jetzt. Jetzt geht's los! Wie die vorletzte? Was passiert in der letzten? Die ist ja dann in der letzten, wenn der hier angepackt wird, dann werden die... Dann ach, beginnt die letzte. Dann nochmal welche drin. Okay. Genau, also es gibt noch Plätze. Ja, dann können wir ja ganz easy aufdecken. Hier, Bums, ein Elefantchen. Boah, wo tue ich den denn jetzt hin? Der sitzt gerne... Nicht auf den! Oh Gott. Oh, was? In die Mitte! Okay, Sepp. Elefant muss alleine schon wegen dem Gewicht in die Mitte. Okay, welche geile Sau mache ich jetzt glücklich mit Geld? Was brauchst du denn? Kaufen? Ich hätte gern geilen Elefanten. Ja, dann mal pass auf. Unter der Prämisse macht es eigentlich nur Sinn, den tatsächlich mit mir zu kaufen. Nee, ich weil meiner männlich ist. Hä? Ja, weiblich Christian ist. Christian seiner auch. Meiner auch. Oh, da Christian auch. Ja, stimmt, Christian seiner ist sogar besser bei ihm. Christian seiner ist sogar auch noch weiblich hier. Ja, meiner ist Level 2. Aber... Meiner ist Level 2, die hat ganz viele Kinder. aber... Wobei, eigentlich ist das egal, gibt ja Porasse, oder? Oh shit, wie mache ich das denn jetzt? Machst du nicht. Ich muss kannst halt vorher eigentlich tauschen. Nee. Ja doch. Nee. Sonst kriege ich die Hütte nicht voll. Doch, du kriegst die Hütte voll. Kauf dir ein Weibchen und nimm dir den Elefantenwagen. Ja, mach trotzdem nichts. Ja. Dann hast du sogar noch 2 Gold. Ja, geht so. Wenn du den Elefanten bei mir kaufst, kaufe ich dir das Zebra ab. Dann machst du sowieso, so als du Arsch. Deal. Du nee, machst das nicht. Eh. Ist halt, nee, ich hol mir das wie mach ich nicht? Ja, ja, Arschgesicht, du. Ich wollte nur gesagt haben. Das ist ein ganz schön guter Einwand von Bram. Ich werde Christian hier einen Elefanten abkaufen. Hat er einfach noch mehr Geld, der Dude. Und ich kriege ein schönes, süßes Elefantenbaby. Geil. Ja, wobei, doch, der öffnet neue Möglichkeiten. Okay, Peter ist ready. Smith. Jawohl. Boah! Die reisen am liebsten. Pack ihn mit in den gleichen Wagen. Ich überlege gerade reisen am liebsten in Pärchen, Peter. Ja, das finde ich okay, finde ich okay. Das sind Herdentiere, die. Ich nehme alles, ich nehme alles. Jedes Tier. Ich bin die Arche Noah, ich nehme einfach alle. Noch ein geiles Camel. Oh, ein männliches Camel. Kamele hat nur Peter bisher, also es ist echt Bullshit. Hat gerade Peter gezogen oder Bram? Nee, ich hab das gezogen. Ich werd hier nur gebumst, ey. Camel hätte ich schon gern gehabt, Bram, muss ich sagen. Wofür? Hätte er noch ein neues Gehege gemacht. Ah, das kann er noch ein neues Gehege machen, der Peter. Mhm. Das kannst du immer noch liegt das Ding ja da, wer weiß, ob Sepp das nimmt. Ja, aber die scheiß Elefanten will ich nicht. Sepp ist dran. Ja, aber wer für dich nicht mal Minuspunkte? Du hast schon einen Elefant im Lager. Du hast schon einen Elefant. Das ist richtig. Aber ich habe kein Geld, um das zu machen. Noch nicht. Peter hat da 3 Gold liegen, ne? Ich habe auch eben gedacht, ich komme nicht mehr an Geld, Peter. Und plups, habe ich die Münze da liegen. Aber den mache ich jetzt. Wie viele Elefanten gibt es denn noch im Spiel? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wollt ihr sicher mit den 10 Tieren? Also ist das, ja. Ist das eine Annahme? Okay. Es ist nicht 100%, aber nah dran. Also ich hole mir hier 8 Punkte, 2 Sachen, Gold. Sachen, die in der Anleitung stehen, sind ja allen bekannt. Und oder? 4 Minus, ja. 88 Tierplätzchen, je 11 von 8 Tierarten. Ah, gibt 11, nicht nur 10. Okay, gut zu wissen. Und dann eigentlich sogar 13, meine ich, weil du hast noch 2 Tiere, 2 Jungtiere. Mhm.
Oh, stimmt, Jungtier. 1, 2, 3. Oder sind die damit eingerechnet? Nee, die sind da nicht mit eingerechnet. Oder? Warte, ich lese mal nach. 88 Tierplättchen, die 11 von 8 Tierarten, 16 runde Nachwuchsplättchen. Also die sind gesondert aufgelistet. Das heißt, ich könnte ja noch das nicht nehmen, weil das bringt mir halt 4 Minuspunkte. Aber ich zieh mal weiter. Also, vielleicht kommt da. Da ist ein Elefant. Ein einzelner Elefant. Ja. Ich zur Münze? Ach, Peter. Ich hab ein bisschen Angst, dass hier einer noch absnacken will, weil er eine geile Münze kriegt. So wie Peter. Okay. Na, komm. Ich hätte auch gedacht, du tust den auf die Münze, weil da hätte man nur eine Möglichkeit, hier den Wagen zu versauen. Nee. Oh, what? Alter. Elefanten wollen immer im Paar fahren. Keine Elefanten. Es gibt keine Elefanten mehr. Die sind alle weg. Was ist... What? Ach, fuck off. Ach, fuck off. Das ist bitter. Das ist bitter. Das ist alles ganz schön bitter, ja. Okay, Bram, überlegst du dir gerade, einen dieser Dinger zu nehmen, oder was überlegst du dir gerade? Ich überlege gerade tatsächlich, einen asozialen Fick-Move zu machen. Weil, ist dir schon mal aufgefallen, ich habe ja schon Elefanten im Stall, ne? Deshalb habe ich das ja extra nicht bei der Münze hingelegt. Das ist mir auch aufgefallen. Dass alle drei scheiß Elefanten haben und einfach nur Assis sind. Und ich meine, dann hätte ich ja, wenn ich das hier richtig sehe, hätte ich da einen männlichen und einen normalen Elefant und einen weiblichen Elefant. Und habe ich zwar 4 Affen, aber wenn ich die trade, habe ich ja immer noch geileren. Habe ich ja ein ganzes Gehege auf einmal in einem Zug. Weißt du, das ist so der Gedanke, den ich gerade habe. So, und Christian. Christian kann halt genauso noch machen. Ja, aktuell schon. Boah. Ganz schön tricky hier alles. Ja, vielleicht kommt der nächste Elefant gleich. Das ist ein 3 Elefantentransporter. Ach, komm. Kamel noch. Ja, das sind ja jetzt zweimal die gleichen Wagen. Aber mit dem einen gibt's ein, ich glaube, eins mit Geschlecht. Die anderen sind alle neu zu. Wenn ich das richtig sehe, das hätte Schäder, glaube ich, gerne männliche Kamel. Mal, was noch kommt, aber grundsätzlich ja. Ja, hätte er gerne. Dann kriegt er zumindest noch einen Stall ganz gut voll mit 3 Punkten. Ne, 4 Punkte sogar. Kriegt er vielleicht sogar den dicken Stall voll. Geld. Warum? Warum nicht? Jetzt hast du Peter das geilere Ding gelassen. Das ist aber super smart für Christian. Weil? Der legt die Sachen jetzt einfach in den Stall und nächste Runde, wenn er dran ist, tauscht der Verein Gold die Dings aus. Ja, okay, aber das andere Plättchen hätte ihm gar keinen Nachteil gegeben. Doch, dann hätte der keinen Elefanten gehabt mit Geschlecht, dem aber fehlt. Christian hat keinen Geschlechtselefanten. Nee. Doch, der hat doch jetzt den männlichen. Ach so, er will dir den, er will den von Bram kaufen. Okay, das ist die Idee. Okay. Aber das ist dann doch. Ja, stimmt, das ist für dann, den linken Stall geht's. Ja, für den linken geht's. Aber so viel Geld hat er nicht. Nee, reicht auch für den, wo jetzt seine Jaguar drin sind. Aber dann hat er einen Elefanten zu viel, wenn er dann noch einen männlichen dazu packt. Ja, stimmt. Ah ja, stimmt. Weiblichen, sorry. Ja. Okay, also die Elefanten, hier geht's alles richtig rund um die Elefanten. Also, boah, nehme ich den jetzt oder nicht? Boah. Hol ich mir jetzt so ein scheiß Kamel noch ins Haus oder nicht? Und ein Elefant. Und ein Elefant. Maximale Minuspunkte. Boah, ich hab einfach echt jede Rasse. Die scheiß Arche Noah habe ich an den Finger. Dem hat auch keiner damals gedankt. Die haben ihm einfach ins Schiff gekackt, ja? Keiner hat mal Danke dem armen Noah gesagt.
Der musste immer nur die Scheiße wegräumen, musste der. Was machst du denn jetzt? Das ist eine richtig gute Frage und ich habe keine Antwort darauf. Das ist natürlich belastend für dich. Oh. Ich habe ja auch noch so ein Scheiß wie Panda, Affen. Aber das haben ja alle anderen auch. Ist doch scheiße. Da gibt es nicht mal Geschlechter noch, für die ich gebrauchen kann. Scheiße. Also ich hast du dir gerade selbst Ohrfeigen gegeben? Ich nehme den, ich krieg da Geld für. Bei das Geld sehe ich mich. Bei Geld sehe ich mich. Scheiß drauf. Krieg 2 Gold für. Alles nur einmal im Jahr. Okay, dann gucken wir mal, was hier noch drunter ist. Noch mehr Geld. Mach einen Geldwagen. Ja. Nee, mach keinen Geldwagen. Auch gesagt, Geldwagen nimmt der Bram sich. Kann er sich einen Affen von mir traden direkt? Hat voll. Hat wieder 2 Geld. Ach, kann er sowieso dann mit. Kann einem. Er sich den jetzt sowieso. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Stimmt, jetzt kann ich mir den eh traden, weil die Frage ist, was ist da jetzt noch drunter? Wie tief darf man jetzt schürfen? jetzt darfst du ja auf jeden Fall ziehen, weil ich meine. Nee, ich meine hier von dem. Der kann auch sein, dass er ein Scheißtier kriegt. Genau, ich habe auch die Möglichkeit, ein Tier zu kriegen. Dann legt der Peter noch eins dahin, weil der das eventuell auch nicht haben will. Ja, genauso gut kann er auch einfach das Geld nehmen und Bram die Scheiße überlassen. Das ist schon tricky. Ja, aber da müsste dann. Was müsste da drin sein, Bram? Da müsste ein Zebra drin sein und. Ja. Hast du recht. Bram nimmt das Geld. Hab das aber aus einem anderen Grund getan. Was? Da bin ich gespannt, okay. Peter. Was hat Bram denn jetzt quasi weggelegt? Du musst das nicht machen, wa? Ja, ich weiß, aber Leopard. Ich will das eigentlich machen. Weil ich will das Zebra da drunter haben. Leopard. Boah, ich hoffe, du kriegst jetzt noch ein Flamingo. Ja! Und weißt du, warum ich das eigentlich gemacht habe? Wir spielen jetzt noch eine Runde mehr. Ja, das stimmt. Nee, tun wir nicht, oder? Nee, tun wir nicht, die gleiche Runde. Ah, nee, tun wir nicht, scheiße. Der bricht jetzt trotzdem an. Der bricht jetzt trotzdem an. Dann habe ich mich da vertan. Aber war trotzdem gut. War trotzdem schönes Gäbchen. Richtig schöne Minus. So, Peter, du fängst an. Das war jetzt aber auch richtig unlucky. Scheiße, ey. Peter darf anfangen, okay. Also, was du ja machen könnte. Achso, du ziehst lieber, okay. Ja, ne? Sepp. Ja, hey, Bram, also. Ne? Viel Spaß. Ne? Viel Spaß mit meinem geilen Affen. Dankeschön. Dankeschön. So, dann ist Christian dran. Hallo. Guck mal, was da in dem Karren so ist. Das ist die letzte Karte. Hä? Warte, ja. Die 15, die abgezählt sind, Peter, darfst nicht vergessen. Die zählen mit. Ne, die werden ja noch weitergespielt. Also die Runde wird ja jetzt zu Ende gespielt. Genau, das ist ja quasi dieser Wooden Disc ist ja quasi nur der Zeitpunkt für bis hierhin mitgespielt. So, und jetzt kommt die letzte Runde, bricht an. Passiert doch noch nicht mal, nur wenn Sepp den nicht umdreht. Ja, es sind trotzdem nur 9 Zebras im Spiel, oder? Ja, aber die können doch noch 2 drunter sein. Da kommen noch 15 Dinger. Von den Affen gibt's keine. Ich hab das mit den anderen verglichen. Ja. Okay, Christian hat gerade gemacht, ne? Ja. Okay, komm, jeder nimmt sich jetzt ein Auto und dann spielen wir noch eine Runde. Ich glaube, das wird nicht passieren, Mom. Ich überlege gerade, was kann ich denn Geiles noch tun hier? Also ich könnte das machen. Ja. Wenn ich jetzt hier einfach mal sage, ich nehme mir das Kamel und pack das bei mir rein. Oh, das ist voll schlimm. Was mir gerade einfällt, wer jetzt sein Auto zieht, der darf danach nichts mehr machen, oder? Das ist richtig. Ja. Deshalb mache ich erstmal noch ein paar andere Sachen hier. Ich pack mal mein Kamel da rein. Peter ist dran.
Das war schlecht für Peter gerade, ja. Naja, wobei, also er kriegt ja quasi dann nur nicht mehr Punkte, oder? Also er kriegt ja nur die Minuspunkte nicht mehr raussetzt. Ja, dann kriegt er keine Minuspunkte gewesen. Und er kann aber noch vier den, gewesen den und er hätte den Karren gebraucht. Ja, stimmt. Aber gut, das könnte er ja trotzdem machen, ja. Ne? Was ist weiß das denn noch? Ey, mach ich das? Oh, ist das... Also erweitern und eine Rasse reinlegen. Hier, oh, Peter. Das ist jetzt definitiv die letzte Runde, weil das heißt, sobald der erste abgezogen wird, wird die Runde nur noch zu Ende gespielt. Das heißt, die letzte Runde heißt jetzt, Peter zieht quasi gleich nochmal so ein Auto und dann ist Ende. Geld ist jetzt richtig scheiße. Tu Geld bei dem Wagen bei. Ach, what? Geld ist das Schlimmste, was du ziehen kannst. Was bringt jetzt noch Geld, weil du kannst es ja nicht mehr einsetzen, oder? Ja, aber ein Wagen bringt dir doch noch voll viel. Aber da muss doch ein Denkfehler sein. Nee, warum? Ja, weil das die letzte Runde ist und ich jetzt einen Wagen ziehe und das Geld kriege, dann kann ich das Geld doch nicht mehr einsetzen, weil das die letzte Runde ist. Deshalb hättest du das zum Wagen setzen können. Ja, aber warum packt man Geld in die letzten 15 Dinger? Die letzten 15 sind einfach nur, die sind random, einfach nur gemischt. Du zählst einfach nur 15 Dinger ab. Du dachtest jetzt, da wäre Logik hinter. Du kannst auch immer noch eins deiner Tiere verkaufen, um deine Minuspunkte zu reduzieren. Nee, aber nicht, wenn du am Ende den Wagen genommen hast. Genau, das tue ich jetzt auch. Und zwar der Elefant kommt raus. Machst du nicht drei? Das kostet zwei. Beide Münzen gehen zur Bank. Ja, und das Plättchen kommt aus dem Spiel. Christian ist. Ja, ich werde ausbauen. Christian baut aus. Geil. Geilo, Schmeilo. Okay, dann darf ich von Peter... Hier, Peter, du nimmst das ganze Geld, das ist okay, ne? Mhm. Von Peter nehme ich hier das Kamel und die machen erstmal ein Baby. Voll süß. Das sind drei Punkte. Punkte sind drei Punkte. Oh, das hätte ich auch noch machen können. Oh, das wäre aber auch nicht schlecht gewesen. Scheiße. Scheiße, das wäre sogar... Ja. Darf man nach dem Auto ziehen gar nichts mehr machen? Nee, danach ist Ende. Nee, doch, du darfst dieses Plättchen noch bei dir hinlegen. Achso. Ja, gut. Ja, du darfst die Runde halt zu Ende machen. Das ist noch relevant, natürlich. Ja, ist es. Danke. Dann brammen sich nämlich das Wägelchen. Dann bin ich raus. Voll im Zoo. Nur zwei scheiß Tiere drauf, aber das dürfte doch gut aussehen. Das ist schon ziemlich nice, Bram. Das ist schon ziemlich nice. Also Bram ist fertig, wir gucken uns mal eben sein Zoo an. So schaut er aus und gleich werden Punkte gezählt. Christian bezahlt noch ein Gold. Damit er wahrscheinlich ein Tier weniger Minuspunkte kriegt. Nee, ich werde versetzen. Genau, für die Elefanten. Du darfst nur Rassen gegen Rassen tauschen, nicht gegen leere Plätze. Kriegt mir denn dann die leeren Plätze voll? Ein Gold ist ein Tier. Also ein Tier, du kannst ein Flamingo da reinballern. Plätze hier voll. Ja, du kannst halt ein Gold investieren, um da was reinzupacken und dann kannst du ein Gold investieren, um das mit deinen zu tauschen. Aber du hast halt nur ein Gold. Ah. Du kannst halt immer nur Tiere gegeneinander tauschen. Du kannst quasi leere Felder immer voll machen. Moment, ist denn eben so? Aber ich meine, das steht hier nicht so explizit, wa? Wie hast du das eigentlich gemacht, Sepp? Was? Du hast doch hier auch deine Dinger reingezogen. Du hast doch auch deine Nee. Ich hab vorhin mit dem Wagen das Kamel genommen und hab bei Peter den abgekauft und da reingelegt. Ah, ja, also ich hab das schon so also bei Tausch steht der Spieler tauscht alle Plättchen einer Tier aus einem Gehege gegen alle Plättchen einer anderen Tier aus einem anderen Gehege. Oder aus dem Stall. Genau. Ein Tausch ist nur auf zwei Orte beschränkt. Du kannst nur Tiere gegen Tiere tauschen. Wenn man das so versteht, dann müsste man das haben wir das aber bisher auch gespielt, auf jeden Fall. Ja. Und versetzen ist, der Spieler versetzt ein einzelnes Tierplättchen aus dem Stall in ein Gehege oder versetzt ein einzelnes. Ich dachte, du kannst das voll machen. Ganz ehrlich, dann nimm das Flamingo-Ding, oder? Okay. Weil dann kriegst du wenigstens weniger Minuspunkte. Im Endeffekt macht das von den Punkten, Christian, bei dir gar nichts aus, weil du kriegst wahrscheinlich eh keinen Stand mehr. Ich bin am überlegen, ob ich da nicht noch ein Plättchen umdrehe.
Ja, oder das. Oder so, ja. Gucken, was passiert. Du auch gucken. Das sind noch ein paar. Kannst du immer noch machen. Ein Panda. Nee, bei mir ist das Gute, ich hab alles, deshalb kann ich keine Minuspunkte einsetzen. Mach den Panda bei der anderen Münze mit rein. Warum das denn? Falls Peter sich das snacken möchte, kriegt er zumindest noch den Panda reingedrückt. Ja, Münze Sepp bringt hat noch nichts. Nee. Na gut, aber auch keine Minuspunkte. Genau, bringt aber auch keine Minuspunkte, weißt du? Good point. Das wird zumindest Minuspunkte geben. Weil, wenn du das bei dem Elefanten mit rein tust, hilft das nicht. Ja, das ist schon klar. Und den leeren Wagen kannst du nicht nehmen. Okay, da ich kein Geld mehr habe. Da ich kein Geld mehr habe. Boah, willst du jetzt echt. Oh Gott, der Ball wird wieder zu tief geschürft. Du könntest einfach den Elefanten mit der Münze nehmen und dann wärst du zumindest raus. Ja, aber was bringt mir das? Ich kann doch noch immer ein Kamel oder hier so einen Geparden kriegen. Ja, also, ich hab überhaupt gar keinen Nachteil, wenn ich weiter hier drehe. Ich kann jedes Ding aktuell nehmen. Ja, guck mal, da ist das Zebra für Peter. Peter! Hättest du gerne noch eine andere Tierart? So ein Panda zum Beispiel, hm? Würdest du den nehmen? Ja, wenn dann dahin, was? Klar, sonst nirgendwo. Also, Peter nimmt auf jeden Fall dann den Panda. Macht für dich immerhin noch mehr Sinn, weil du kriegst ja dann weiterhin mehr Punkte. Du kriegst zwar 2 Minuspunkte, aber bekommst auch 2 Punkte mehr. Hm. Mr. Money in the Bank, ey, mit 5 Münzen steht er da. Das ist natürlich jetzt echt belastend für dich, Peter. Ja, wobei, du wirst ihn ziemlich safe kriegen. Ich würde an Peters Stelle einfach nochmal umdrehen, oder? Boah, wie krass das hier ist. Also kackt so ein Spiel wird er könnte sich, was er machen könnte, ist, er nimmt, also er geht davon aus, dass er den nehmen wird und macht für 4 Münzen noch 2 Tiere weg. Da bin ich gerade am drüber nachdenken, tatsächlich. Würde ich auch machen an deiner Stelle. Ich dachte, das wäre auch das, was du machen willst. Also andere macht doch gar keinen Sinn. Ja doch, er könnte für 3 Münzen noch ein neues Gehege aufmachen, ja, aber richtig, nur dann hätte ich für 4 Münzen noch ein Tier da drin. Ja, das meine ich doch. Auch nix. Warum das denn nicht? Bringt mir 0 Punkte. Ja, aber du hast 2 Minuspunkte weg. Keine Minuspunkte. Genau. Ja, für 4 Münzen hat aber sonst 4 Minuspunkte weg. Ach genau. So. Ich verstehe. Was du auch machen könntest, ist, du könntest den Elefanten nehmen und die Kamelen zum Fraß vorwerfen. Ich investiere mal 2. Ja. Das macht keinen Unterschied, ihr habt alle kein Geld. Ist egal, welche, genau. Ich bin eh schon raus, Peter, sogar. Ja, Bram ist sogar schon finished. Wobei, das stimmt nicht. Du könntest bei mir noch geil den Flamingo kaufen, wenn du möchtest. Ja, das stimmt. Werf einfach das Kamel weg. Nein, nicht das Kamel. Mein Baby weggeworfen. Was hat eigentlich getan? Nein. Hier. Okay. Okay, Christian. Einfach Christian in die Mülltonne zu der Kräuterbude hat er das Baby geworfen. Ja. Und noch mehr Geld, ey. Jetzt wird's aber auch hinterher geschmissen, ne? Das ist jetzt schon wieder belastend hier alles. Ja, in den dritten. So, da ich kein Geld habe und noch ein bisschen Party machen möchte, ziehen wir noch einen Flamingo. Ja. Da ist noch ein Flamingo. Der bringt sogar Christian noch was. Christian könnte für ein Gold seinen Flamingo danach setzen. Er hat er mit 2 Sachen drin. Ja, stimmt, aber er hat keinen Stand da. Das ist natürlich doof. Genau. Das ist aber doof. Okay, da kriegt er aber immerhin keine Minuspunkte. Also. Panda hat er auf jeden Fall noch nicht. Zebra hat er auf jeden Fall. Also den kann Christian gar nicht nehmen. Nee, okay. Den wird ja auch Peter sich nehmen, weil der wird sich ja sonst keiner nehmen. Den Elefanten, der bringt Christian nicht mal einen Nachteil. Der Flamingo auch nicht. Bei Peter ist Elefant bringt Peter keinen Nachteil, Flamingo schon.
Aber Peter will sich noch gar keinen nehmen, ne? Ne, der wird sich nächste Runde wird er erst noch einen verkaufen. Das heißt, wenn Christian, nimmst du gleich den? Nein. Warum sollte Christian das tun? Das wären 4 Minuspunkte für Christian. Wenn er den nimmt, dann ist halt 0 Minuspunkte. Komm, ist mir eigentlich ja immer noch egal, ne? Komm. Okay. Okay. Peter! Problem ist, Bram. Du kriegst nachher den letzten. Nicht unbedingt. Aber wenn ich jetzt noch eine Rasse wegwerfe, steigt die Chance, dass jemand sich dieses Ding nimmt. Mit jemand meine ich Sebastian. Ja, pass auf, aber ja, das verstehe ich. Aber geh doch mal von den Punkten aus, ja? Ich meine, ich habe gewonnen. Mein ganzer Zoo ist voll, ja? Und ich habe 2 Karten über minus 4, aber ich habe ansonsten noch 3 von den Dingern. Damit habe ich auf jeden Fall mehr als du, selbst wenn du dir das Zebra holst. Ich glaube, Bram hat schon gewonnen, ja. So, sowohl Christian als auch Sepp haben die Sachen nicht voll. Also geht's ja nur darum, selbst wenn ihr die Tour noch kaputt macht, würde ich ja als wir nicht die beiden wäre darauf achten, wie ich den anderen noch überhole. Aber das wird ja nicht passieren. Das heißt, Sepp spekuliert. Ich hab nur 2 Dinger da drin. Ja, aber für das hier kriegt er, für die Zebras kriegt er ja schon 4 Punkte. Während du halt aber für deine 2 hier 0 kriegst. Nee, 2 Punkte kriegt er. 2 Punkte kriegst er, ja. So, deine Minuspunkte hier sind halt 6, während Peter halt auch aktuell 6 hat. Peter, und dann ist unter den 9 Karten, die da drin sind, noch ein Verkaufsstand. Das könnte natürlich sein. Ja, könnte sein. Aber ich glaube halt, ich glaube, dass das halt relativ egal ist, weil sowohl wenn du das eine als auch das andere ziehst, bekommst du keine Minuspunkte, aber so eliminierst du auf jeden Fall 2. Aber ein Verkaufsstand würde halt. Weil du machst jetzt den. Ja, richtig. Ich mach den weg. Du bist gut. Ja, aber da kann ja immer noch ein Verkaufsstand drunter sein. Entweder kann er sich das jetzt nehmen. Ja, genau. Oder den Verkaufsstand. Oh, dann Zebra. Das ist sogar günstig für Peter. Nee, das ist jetzt noch ist besser für dich. Das ist ein männliches. Das ist ein männliches. Ach, oh, Leute. Das ist ein männliches. Denn der macht da für dich keinen Unterschied. Hier jetzt den Panda gekriegt. Egal, was du jetzt nimmst, kriegst du das Zebra. Nee, aber das Zebra darf ich auf gar keinen Fall nehmen, weil das wären 2 Minuspunkte. Ja, aber wenn du das hier nimmst, hättest du halt auch mit dem Panda. 2 Minuspunkte, ja, stimmt. Ja, macht also, das heißt, du hast auf jeden Fall der schlechteste Fall ist, den auch für dich passieren kann, dass du plus 5 bekommst, ne, stimmt, du hast aktuell 4, auf 5 hochgehen kannst, eine Münze kriegst und 2 Minuspunkte hast. Jetzt hat Christian, warte mal. Hier kriegt er keinen Minuspunkt. Doch, 2 Minuspunkte. Ah ja, die 2, okay. Ja. So, dann ist Sepp noch dran. Zieh das schon oder ziehst du noch? Die letzte. Ja, sind nur noch. Ich nehme noch einen. Ja, komm hier, Mensch. Für den Christian. Gönnen wir uns nochmal. Das würde Christian zumindest von 0 auf 4 Punkte bringen. Ja, das bringt Christian richtig. Nee, von 2 auf 4. Er hatte 2 Punkte. Ah ja, das stimmt wegen dem Wagen. Der ist jetzt bitter, Peter. Der könnte dich. Nee, der lässt sich auch nicht verlieren gegen Christian. Ja gut. Ich glaube zumindest nicht. Mal den. Ja gut. Und krieg noch einen Coin. Kriegst noch einen Coin. Well done. Die bringen mir aber nachher nichts mehr, wa? Beim direkten Vergleich. Gewinnt der mit mehr Geld. Na gut, das hätte ich auch gesagt. Steht auch in den Regeln so drin. Achso. Und ansonsten teilt man sich den Sieg. So, Party-People. Jetzt geht's in die heiße Phase hier. Was macht das? Das ist tatsächlich ein gutes Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde das auch. Das ist halt schon taktisch schon krass, einfach nur. Ich glaube, wenn du das mit Jay auch noch spielst, dann geht's richtig rund. Weil der haut dich ja nur in die Pfanne. Ja, aber das ist auch das, wofür der geboren wurde. Ja, ja, deshalb. Weil seine Mutter da angefangen, die wollte ein schönes Baby und da kam Jay. Den finde ich so nice. Alter, Bram. Wo kam der denn jetzt her? Der Schmerz aus Risiko, weißt du? Ich muss da nur kurz dran denken und dann kann ich stundenlang. Alter, der war voll deep und so. Wow. Den dürft ihr gerne mal irgendwo hinschreiben. Ist egal, ob ich jetzt erst Kommentare, bitte. Den raussetze.
Boah. Geil. Geiles Ding. Also dann kann Sepp dich noch ficken, egal, oder? Was? Ja, wie denn? Indem er, wenn du den jetzt raussetzt und Sepp den ja. nimmt und du ja. den nehmen musst, ja, dann hast du noch mal 4 Minuspunkte dabei. Extra, oder? Nee, so, den Flamingo kann ich doch dann hier beipacken. Ja, ja, stimmt. Dann hast genau. du noch 2 Minuspunkte so, durch den Zebra. Und wenn ich den dabei nehme, dann habe ich die 2 Minuspunkte von dem Flamingo. Das heißt, ja. das kommt auf nichts raus. Ach, ist dasselbe. Sei denn, ich will Sepp den Leoparden halt geben, den er dann noch da reinsetzt. Ja, stimmt. So, Minuspunkt durch den Elefanten kriegt er nicht. Minuspunkt durch den Flamingo kriegt er auch nicht und durch das Zebra auch nicht. Ich habe alle Tiere. Das heißt, ich nehme Sepp. Doch, kein Affen. Das Einzige, was passiert ist, ich nehme Sepp nur Punkte weg, indem ich jetzt den nehme. Und ansonsten wird es egal, ob ich jetzt hier raussetze und dann den oder den kriege, kommt es auf. Ja. Genau. Oder? Neckt er sich hier meinen Punkt, die Sau? Hat er hier 4 Elefanten, Mann, ey. Das war jetzt nicht klug. Was denn? Naja, Christian kann jetzt den Flamingo nicht mehr raussetzen. Ja, das aber, aber anders ging nicht. Der Zebra mit dem Minuspunkt gekriegt. Genau. Also das kommt auf nichts raus. So, und ich nehme dann mal das Geld. Ich nehme dann hier noch 2 weibliche Flamingos, die sich fetzen. Genau. Die Zickenparty und noch ein Zebra. Du meinst die Furien? Die Furien. Ah, oh. Ich hätte gesagt, wir fangen einfach mal bei mir mit den Punkten an und gehen nach links. Was passiert mit den restlichen Karten hier? Die sind raus. Also ist ja weg. Was das neu ist. Gucken wir uns mal meinen Zoo an. Mein Zoo da wäre der Affe gewesen. Quillt über vor Tieren. Also ich habe ganz schön viele Flamingos. Männliche wie weibliche, aber die durften leider nicht Party machen. Ich habe hier einmal 10 Punkte. Dann habe ich hier einmal 1 Punkt. Dann hier einmal 2 Punkte. Achso, sollen wir das hinschreiben? Ach, komm mal. 13. Nicht. Können wir uns merken. Hier. Okay, 10. 3. Ja, dann schreib's das, doch auf. Für das Gehege kriegen wir. Ja, dann ist es für die Zuschauer vielleicht auch einfacher und nachvollziehbarer. Hier haben wir 8 Punkte plus nochmal 2 sind 10 Punkte für den hier. Und hier kriege ich 5 Punkte für das Gehege. 3 Kamele und ein Stand gibt da die 3. So, aber Minuspunkte kriege ich 1, 2, 3, 4 Stück. Man kriegt auch Minuspunkte für die Rassen, die man schon draußen liegen hat, richtig? Moment. Ja, kriegst du. Viele okay. Tierart im Stall gibt es 2 Minuspunkte. Okay. Beispiel, also Klaus hat 3 Elefanten im Stall und bekommt dafür 2 4, Minuspunkte. Das heißt, ich habe 8 Minuspunkte. Minus 8. Das sind ganze 20, 28, 20 Punkte für mich. Jawohl! 20 Punkte für meinen geilen Zoo, der hier eine schöne Erweiterung hat. Hier kann man 4 verschiedene Tierarten sehen und noch ganz viele im Stall. Gehen wir rüber zu Peter. Peter hat einen kleinen Zoo, um ihn mal eben schlecht zu reden und von mir abzulenken. Peter hat aber 25 Punkte. Oh. Ja, du Peter bist vor mir. 25 Punkte minus 6 sind 19 Punkte. Leider ja. Belastend. Rechnen wir nochmal kurz nach. Hier die 5, 4, 8 und 2 sind 10. 10 ohne Stand. Hier nichts erweitert. 3 Tierarten. Okay. Peter, 19 Punkte. Mal gucken, welchen Platz wir dann gleich noch haben. Bram, der geile Splasher, hat 10 Punkte hier für seine Affen. 7 Punkte für seine Panda. Und 12 Punkte für seine Leoparden. Minus 4 Punkte. Das sind Summa summarum, das sind 29, 25 Punkte für Bram. Danke, danke. Ganz schön Qualität geil. Qualität statt Quantität, ne? Also, ja, bei Bram sieht man nicht so viele Tiere, dafür ziemlich geil. Und bei Christian, da haben wir auf jeden Fall schon mal ein geileres Logo, also er empfängt einen hier wenigstens vernünftig. Christian kriegt hier 12, 1, 2, 3, verschiedene Tierarten, also die minus 6. Hier die 3 und die 2. Das sind 5, soweit. Ah, ne, hier kriegst du 4. Du kriegst ja 4, wenn du den nicht ganz voll hast. Wenn nur ein Feld nicht belegt ist. Sogar besser, den Leoparden zu nehmen. Ja, dann hast du hier 6, hier 10. Das sind 16.
Das sind 28. 22. Das sind, was? 22, genau. 22. Geile, 22 geile Punkte und damit belastend. So der Sieger, der Brammen. Der zweite Platz und ich finde aber den schönen Wettbewerb. Ich klaue dir einen LKW. Als Gewinner will ich davon Verlierer alles haben. Okay. Du kannst meinen Müll noch haben. Dritten Platz belegt hier die Arche Noah und den vierten Platz, last but not least, der Kamel. So von die Arche Noah, Sepp. Die Arche Noah. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst es uns wissen, wenn wir es nochmal spielen sollten. Ich hab Bock. Das war ganz schön geil. Cool. Das hat Spaß gemacht. Schreibt es in die Kommentare und haut rein. Tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss.